Dennis meinte, dass er, glaube ich, um 10:30 kommen könnte. Dann warten wir nicht so lange.
starkes Geräusch so. Das ist gut. Klappensicherheit. Muss ja kommunizieren. Ich hab schon Zeit, vor allem. Mindestens einer von euch ist ja ortskundig. Ja? Mhm. Ich habe beschlossen, Mittagspause zu nutzen, um erstens den letzten Teebeutel durch neuen Tee zu ersetzen, zweitens ein wenig Zucker einzukaufen. Wo gibt es in der Nähe passende Geschäfte? Also da gibt es einen Knie, da gibt es einen Rewe. Also either way, ja. Da habe ich richtig hier, ich finde was. Du musst dann hier die Straße runter, dann rechts, oder du gehst halt zur Tür raus, rechts, dann links, und dann gibt es so eine kleine Treppe und dann gehst du da hoch. Nach der größten Herausforderung. Das ist ja nicht kompliziert. Jetzt machen wir den Nutzen, wie wir den Tisch kriegen. Kannst du auch analog machen. Eben, so, ja, genau, das wäre die Technik, aber ich habe es auch analog da. Nein. Das ist der Rewe. Wir sind da. Also halt die Straße raus, runter, hier rüber. Aber hier an dieser Ecke, da ist eine kleine Treppe, sonst würdest du ja einmal hier rumlaufen. Die kleine Treppe ist die Abkürzung. Und dann nimm mal hier diese kleine Treppe und dann wäre ich gekommen. Und dann gehst du hier am Laden vorbei. Dann müssen wir hier der Eingang. Okay. Aber dieses. Ja, noch lange noch gewartet. Jetzt ist ein Verbindungsstück, das ist unsere Terrasse. Warte noch auf den Gefahr. Genau in dem Gebäude sind wir. Aber hier vorne gibt es auch eine Menge. Ah. Weißt du, wenn du nochmal haben willst, der ist hier drin. Du willst das also schon. Ich hab die Ausnahme, ja. Das ist dann wieder eine Vorteil, wenn man den Wohngebiet hat. Ich werde nicht rein im Wohngebiet. Wenn der Bauungsplan keine Gewerbeeinheiten vorsieht, dann ist das nicht gehabt. Aber ja, weißt du, was du meinst? Wir sind jetzt noch nicht in einem Industriegebiet. Da ist es alles einfacher gewesen, mit einem 40-Tonner anzuliefern, oder? Stimmt. Das können wir jetzt nicht so einfach zu reichen. Das ist auch machen. Ich muss ein bisschen merken, dann wird aber gehen. Da sind wir noch. Da ist es. Rechts ums Haus, um die Straße runter, ja, ja. Links. Und du siehst eigentlich auch hier quasi schon die Treppe. Würde gehen, ja. Aber dein Ehrgeiz liegt woanders. Wir können auf den einfachen Weg gehen. Ja,
Den Ehrgeiz, den kann ich aber hier probieren. Ich habe auch von mir gebracht. Den Ehrgeiz kann ich hier probieren. Okay. Wenn ich weiß, wie es geht, kann ich den ja mal vorspielen. Morgen. Morgen. Grüße euch. Basisentscheid, wollten wir uns hier treffen? Genau. Okay.
Okay, seid ihr, haben wir schon angefangen? Nein. Dann bin ich ja noch pünktlich. Ich bin Ingo aus Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz. Ja. Na schön. Ja, war noch Platz für Ingo? Also da ist auch einer frei schon. Da? Das ist auch frei. Ich habe mich nur ausgebreitet. Klar, na, dann gehe ich hier, der hier, ne, oder? Grüß dich, hallo. Habe ich genau richtig gewartet. Ja, ich bin nicht ganz pünktlich. Bin zwar um 6 aufgestanden, aber hab's dann doch nicht rechtzeitig aus dem Haus geschafft. Geschäftsstelle. Wie macht ihr das in Ludwigshafen? Bitte? Wie macht ihr das in Ludwigshafen? Wir haben keine. Jetzt haben wir irgendwie so eine 20 Quadratmeter Lagerräumchen angemietet. Weil mir ist nicht, wir haben das Glück, dass wir den, wir haben einen riesen Vorraum, einen Flur oder was das ist, den dürfen wir mitbenutzen. Mhm. Aber halt nicht offiziell. Ne? Okay. Da können wir dann, haben wir uns so Gatten, Tische und Stühle. Mhm. Angeschafft, die wir dann mal, wenn ein Event ist, aufbauen und dann fertig ist den Flur wieder freimachen. Ne? Es geht, ja. Aber es hat nichts repräsentativ. Ne? Ja. Aber dafür zahlen wir bloß 170, 174 Euro für das Ding. Ja, das ist ein bisschen teurer hier. Ja, das denke ich mir. Wie viel seid ihr in Ludwigshafen? In Ludwigshafen, also insgesamt in Rheinland-Pfalz, sind wir etwas über 1000. Knapp 900 Wahlberechtigte. Ludwigshafen weiß ich jetzt nicht genau, aber dort im Kreisverband sind wir um die 100, 104 oder sowas. Aber das ist schon ein größer Bereich. Wie viele davon geschätzt, die sind so aktiv? Also so die berühmten 10%, ne? Wie immer. Das sind 10%. 10%? 10 Leute. Ja, es ist 100. Ja, es ist so. Okay, seid ihr 100? Passt das im Kreisverband sind wir 100. Okay. Ja. Aber das 10% ist schon ganz schön viel. Also wir haben mal im Bereich, also im anderen Bereich Netzwerk gegründet und da meinten die Erfahrungen von uns immer sicher am Anfang sind ganz viele dabei und es bleiben eigentlich so 2% übrig. 2%? Ah nee, das ist okay. Ja, die Waffe macht 5% aber und hier politisch 10%, aber 2 ist echt selten. Ja, das ist das Wohltätiges oder so? Das nee, das war im Nachwuchs-Branche. So. Nee, aber dann mit dem 10%, dann kann man wirklich sehr gut rechnen bei uns. Was einträgt. Was ja, ungefähr. Es hilft, wenn die Leute regelmäßig Geld zahlen.
Ganz ja, klar, dann sicher, dann Herzpuls. Und hier ist jetzt irgendwas, ist, wo sich hier einträgt, so ungefähr. Ja, wie nach hier. Mhm. Das da ist ja hier steht ab, ja. Ja, genau. Man muss nämlich die Mikros regeln. Und für mich nicht mit Lautsprechern zu machen. Ja, Ron? Ron? Ja? Ist das mit der Audiotechnik soweit? Ich bin gerade am Kuchen. Ja, okay. Ja, 10 Sekunden, ja. 10 Sekunden. Muss übersteuern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hörst du was? Ah, bisschen verzögert. Ich stehe davor und sage was. Hallo Echo. Gut. Bei der Empfehlung müssen Sie das Mikrofon halt ziemlich aufdrehen und dann kriegt er das Signal von da auch nicht. Okay, passt das soweit? Dann können wir beginnen. Also, herzlich willkommen zu diesem Workshop namens Dezentrale Willensbildung. Wir haben etwas verzögert begonnen, aber sind jetzt zum Glück vollzählig. Alle, die kommen wollten, sind da. Und das ist hoffentlich der erste Workshop einer langen Reihe von weiteren Workshops. Ich werde erstmal etwas generell zu diesem Thema sagen, dezentrale Willensbildung, und dann werde ich zum Vortrag über den Basisentscheid übergehen und dann kommen weitere Vorträge. Zunächst einmal zur Willensbildung. Wir sind hier alle zusammengekommen, zentral an einem Ort zu einem Zeitpunkt. Obwohl wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Erwartungen und Ziele haben, aber irgendetwas müssen wir gemeinsam haben, um hierher gekommen zu sein. Und
Grundsätzlich ist es schon immer in der Menschheit so, dass Menschen sind ja soziale Tiere. Sie schließen sich zusammen und nutzen das. Sie können also zum Beispiel Arbeitsteilung betreiben, sie können sich austauschen, sie haben eine Kultur aufgebaut, sie können Wissen weitergeben, sie können Synergien nutzen. Es gibt also viele Gründe, eben zusammenzuarbeiten in Gruppen. Doch Gruppen müssen eben entsprechend auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Denn wenn jeder und das macht, was er will, zerfällt so eine Gruppe sehr leicht oder es endet in Streit. Deswegen ist es notwendig, irgendwelche Verfahren zu haben, um gemeinsamen Willen zu bilden, um auch Entscheidungen zu treffen und somit dann handlungsfähig zu bleiben. Traditionell läuft es klassisch auf Versammlungen. Man trifft sich eben an einem Ort, zu einem Zeitpunkt und bespricht es dort. Da haben Menschen schon ja tausende lang Erfahrungen gesammelt. Es gibt auch Regelbücher, die das zusammengeschrieben haben, wie man am besten so eine Versammlung abhält, sodass es alles geordnet abläuft und es keinen Streit gibt. Und das wurde bisher auch in der Piratenpartei genutzt und auch in anderen, anderen Gruppierungen, dass man sich eben immer wieder zu zum Beispiel Parteitagen oder Mitgliederversammlungen trifft. Nun ist es so, dass Menschen nicht beliebig skalieren. Menschen haben Grenzen und auch Räume haben Grenzen. Auch Zeit ist beschränkt. Man kann Menschen nicht zumuten, dass sie sich die Meinungen von zigtausend Leuten anhören. Man würde nie fertig werden. Man würde wahrscheinlich irgendwann aufgeben, weil man nicht die Muße hat, all das aufzunehmen und zu verarbeiten. Es sind auch, wenn viele tausend Menschen zusammenkommen, gibt es häufig sehr viele auch verschiedene Anliegen, die nicht alle auf einmal behandelt werden können. Viele davon sind für die meisten gar nicht relevant, auch wenn eine Einzelperson meint, das wäre das Wichtigste. Das sind also Probleme, die man hat, wenn man eine Versammlung schafft, die eine gewisse Größe überschreitet. In der Piratenpartei ist es so, sie hat momentan ca. 30.000 Mitglieder. Würden alle diese Leute zu einem Bundesparteitag kommen, man kann sich gar nicht ausmalen, also es würde wahrscheinlich nichts rauskommen, außer vielleicht, dass man ein paar Leute, die man kennt, trifft und ansonsten zu nichts kommt. Nun, weswegen wir hier sind, ist eben Verfahren zu finden, wie diese großen Menschenmengen sich selbst organisieren können. Und diese Verfahren, wenn sie mal wahrscheinlich mit ein paar tausend Leuten funktionieren, dürften vielleicht auch mit Millionen Menschen funktionieren, denn es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man sich noch gegenseitig kennt und trifft und austauschen kann oder wenn alles so unüberschaubar ist, dann sind, ob es Tausende, Zehntausende oder 1 Million sind, es ist ein grundsätzliches Problem. Das versuchen wir eben jetzt mit neuen Verfahren zu lösen. Und Menschen haben sich bisher auch immer selbst organisiert. Wir sind Teil dieser Selbstorganisation. Wir liefern eben dazu einen Grundstein. Wir können helfen und dabei insbesondere das Internet und die Computer benutzen. Gerade dieses Neuland, da kennen wir uns aus. Da können wir Neues entwickeln und Dinge ermöglichen, die vorher gar nicht denkbar waren. Denn unsere bisherige Demokratie ist nur auf die klassischen Willensbildungsmechanismen angewiesen. Es gibt gerade auf Bundesebene gibt es nur die mittelbar repräsentative Demokratie, die sich dadurch auszeichnet, dass man eben alle paar Jahre Vertreter wählt, in einer überschaubaren Anzahl, die sich in Parlamenten treffen und dort verhandeln und alles besprechen. Die Bürger dürfen bestenfalls durch Anhörungen oder Petitionen ihre Anliegen äußern. Und können ansonsten nicht viel mitbestimmen. Ähnlich sieht man das auch in anderen Parteien, die haben Delegiertensysteme. Dort wird also werden die Meinungen oder die Kapazitäten gebündelt und es gibt dann nur noch auf höherer Ebene Delegiertenparteitage. Das Problem dabei ist natürlich, dass dann die einzelnen Meinungen, die eben die Mitglieder selbst haben, nicht mehr so leicht bis nach oben gelangen, bis zu den Entscheidungsgremien. Man fühlt sich also abgehängt und das ist auch auf Bundesebene sicherlich so, dass viele Leute dann aufgeben und sagen, ach, lass die oben entscheiden und ich kann ja sowieso nichts machen. Doch es gibt schon seit Ewigkeiten, schon auch seit den Griechen, gibt es eben auch die direkte Demokratie, in der alle tatsächlich sich beteiligen können, alle mit abstimmen können.
In ihrer Reinform ist es sicherlich sehr schmerzhaft und, wie ich vorher beschrieben habe, bei einer gewissen Größe eigentlich gar nicht mehr möglich, noch gemeinsame Entscheidungen so zu treffen. Aber man kann beide Mittel kombinieren. Man kann sagen, wir kombinieren die mittelbare repräsentative Demokratie mit plebiszitären Elementen. Das heißt Elementen, bei denen die Basis oder die Bürger immer dann einschreiten können, wenn etwas ihnen sehr wichtig ist und wenn es sehr viele denken. Wenn sie also etwas in diese Parlamente einbringen wollen oder praktisch Gesetze von der Gesamtheit beschlossen werden. Das kann auch andersrum geschehen, dass sich das mit Parlament entscheidet und sagt, wir sind uns nicht sicher in dieser Frage oder es ist eine so kontroverse Frage, wir lassen lieber die Gesamtheit der Bürger abstimmen. Sie kann also praktisch diese Entscheidungen auch auslagern. Und so erkennt man das auch zum Beispiel im schweizerischen System, was ja offenbar recht gut funktioniert. Das ist nun eine der Möglichkeiten, die man betrachten kann. Wir haben später noch Vorträge, wie man generell auch mit sehr vielen Menschen überhaupt zu Initiativen und Konsens kommt. Grundsätzlich ähnlich ist aber immer, dass es erst eine Initiative gibt. Das heißt, irgendjemand sieht ein Problem, möchte ein Problem lösen, es drückt ihn am Schuh und er bringt es ein, er versucht andere zu überzeugen, dass es wichtig ist. Man debattiert, wie man dieses Problem lösen kann. Man kann verschiedene Lösungen entwickeln, die kann man so weit verbessern, dass sie zumindest in sich schlüssig sind. Es wird aber immer unterschiedliche Ansichten geben, inwiefern diese Probleme tatsächlich auch in der Welt vorhanden sind. Also jeder hat verschiedene Modelle, Ansichten, Weltbilder und auch verschiedene Wertesysteme, wie wichtig etwas ist und was er konkret erreichen will. Wenn man also praktisch dann diese Grundlage hat und sagt, wir müssen jetzt endlich zu einer Entscheidung kommen, wir wollen handeln, geht es dann irgendwann mal über zu einer Zwischenentscheidung, wo sich eben all die Leute, die beteiligt sind, treffen und in einer Abstimmung das oder die Handlungsoption auswählen, die wahrscheinlich die Mehrheit überzeugt und der sich hoffentlich auch eine Minderheit anschließen kann, sodass auch die Minderheit ihre Interessen gewahrt sieht. Das wäre also ein Ziel. Und wenn man so ein System oder Verfahren entwickelt, gibt es sicherlich einige Grundanforderungen, die man stellen sollte. Dieses Verfahren sollte geeignet sein, um relevante Probleme zu identifizieren, also diese Initiative zu ermöglichen, sodass also nicht 100 Millionen Meinungen oder Interessen gegeneinander stehen und niemand weiß, welche davon überhaupt zu behandeln wäre. Es soll auch Verhandlungen ermöglichen und die Möglichkeit zum Konsens bieten, sodass man das nicht alle auf ihrer Position beharren, sondern dass man zumindest auf eine Lösung kommt, die den größten Teil der Leute zufriedenstellt. Sie sollte die Aufmerksamkeit lenken können, weil wenn so viele Leute zusammenkommen, gibt es verschiedene Beiträge und nicht jeder Beitrag ist so hochwertig oder so interessant wie ein anderer. Das heißt, es sollten gute Ideen sollten leicht aus diesem Schwarm sozusagen nach oben kommen, sollten gefördert werden, sollten auch andere Anhänger finden, während destruktive oder ja, schädliche Ansätze sollten eben vermieden werden. Es gibt also auch leider immer wieder Leute, die halt versuchen zu blockieren und nur etwas schlecht machen wollen. Dagegen muss man sich auch schützen. Das Ziel sollte sicherlich sein, dass es zu einer hohen Zufriedenheit führt mit den Ergebnissen und die Minderheiten sich da auch repräsentiert fühlen. Das sind nur einige dieser Kriterien, denke ich. Wir werden noch viel mehr identifizieren, doch ich möchte in dem Punkt noch nicht zu weit gehen. Nun, wir haben eine Reihe von Vorträgen heute eingeplant. Zunächst werde ich mit dem Basisentscheid anfangen. Das ist eben ein Verfahren, was die Piratenpartei neulich eingeführt hat. Dann Katrin wird über die Piratentools berichten und die diskutieren, was man mit denen machen kann, wie auch Neumitglieder damit umgehen können und was die Vor- und Nachteile sind. Dann gibt es von Daniel einen Vortrag über sein neues System, wie Menschen zusammen Konsens finden können und debattieren können und Lösungen finden können. Und von Ingo haben wir nur noch einen Vortrag über die ständige dezentrale Mitgliederversammlung in Rheinland-Pfalz. Das ist auch ein konkretes Verfahren, was schon ausprobiert wurde, wie Menschen dezentral an Urnen abstimmen können und gemeinsame Entscheidungen finden können. Und nach den Vorträgen, nach der Mittagspause, machen wir dann Arbeitsgruppen, wo wir dann konkret insbesondere jetzt an dem Basisentscheid weiterarbeiten und den ausarbeiten.
So, ich gehe jetzt hier gleich direkt über zum Basisentscheid. Die Piratenpartei ist wie jede Partei ein Spiegel, ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Es treffen sich dort Leute mit zwar ähnlichen Interessen, doch diese Interessen sind auch meist noch heterogen genug, dass es dort auch Streit gibt und eben, dass man sich nicht auf eine Sache sofort einigen kann. Es müssen also auch immer wieder Entscheidungen getroffen werden, welche diese Alternativen man denn nun wirklich verfolgt und politisch durchsetzen will. Dazu gibt es den Bundesparteitag, an dem bisher nur die Entscheidungen getroffen werden können. Sonst gibt es kein Organ, was das verbindlich machen könnte. Es gäbe zwar den Bundesvorstand, der wie in anderen Parteien auch theoretisch diese politischen Entscheidungen treffen könnte, aber bei den Piraten ist es Usus, dass dieser Vorstand eigentlich nur verwaltend ist. Und der Bundesparteitag ist beim Piraten anders als bei anderen Parteien eben eine reine Mitgliederversammlung. Das heißt, jedes Mitglied kann hinkommen. Es wird ein Ort und ein Zeitpunkt gewählt. Und natürlich benachteiligt das einige Leute, weil die Entfernung zu groß ist oder weil sie keine Zeit haben. Das heißt, man hat natürlich auch die Nachteile, die man bei einer Vertreterversammlung nicht hätte. Der Aufwand eines solches Bundesparteitags ist sehr hoch, finanziell, auch organisatorisch. Und es treffen 1.000 bis 2.000 Mitglieder zusammen, was schon eine Größe erreicht, in der man kaum noch das überschauen kann und auch die Versammlungsleitung sichtlich überfordert ist. Nun ist es so, dass auch bei diesen Bundesparteitagen sehr viele Anträge eingereicht werden. Sicherlich zu viele, also von 200, 300 bis 800 in Bochum. Es sind so viele, dass ein Mitglied nicht zugemutet werden kann, dass es all diese Anträge durchliest, bearbeitet und sich dazu eine Meinung bildet. Vor allem ist es auch nicht leicht, vorab zu wissen, welche Anträge davon behandelt werden. Das heißt, egal wie viel Zeit man da reinsteckt, es ist immer etwas umsonst gemacht. Und daher ist auch diese Vorbereitung unzumutbar, was dazu führt, dass auf dem Parteitag viele Leute zum ersten Mal von dem Antrag hören, ihn eventuell lesen oder keine Zeit mehr dazu haben und da auch so viel behandelt werden soll, kaum Zeit bleibt, diese Anträge ausreichend zu diskutieren, sodass man häufig aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft und erst danach merkt, dass es vielleicht auch gar keine so gute Idee war. Nun, diese Probleme und auch andere sollen durch diesen Basisentscheid, der in Neumarkt beschlossen wurde, behoben werden. Die grundlegende Struktur ist, es ist ein plebiszitäres Instrument, sprich es ist also eine Möglichkeit, dass die gesamte Basis sich beteiligen kann, eine Form der Urabstimmung. Und das Ziel ist eben auch, möglichst hohe Beteiligung zu erreichen, denn auf Bundesparteitagen trifft sich nur ein Bruchteil der Mitglieder. Die Vorbereitung der Mitglieder soll entsprechend auch erleichtert werden. Das Ganze soll mit vertretbarem Aufwand für die Partei geschehen, denn Partei ist finanziell klamm und auch mit geringem Aufwand für Mitglieder. Auch ein Argument eben, sonst wäre ja die Anreise für die Mitglieder zum Bundesparteitag möglich. Also soll dieses plebiszitäre Instrument den Bundesparteitag ergänzen, nicht ersetzen und auch den Bundesvorstand unterstützen, gerade bei kritischen Fragen. Das Verfahren ist direktdemokratisch organisiert, das heißt, jede Person hat nur ein Stimmrecht, kann nur eine Stimme abgeben, so ist es im Parteiengesetz auch vorgeschrieben. Es gibt keine Delegation oder sonstigen anderen Stimmbündelungen. Es sollen intensiv Online-Werkzeuge genutzt werden, das ist ja gerade das Potenzial der Partei, ohne dabei Offliner auszuschließen. Denn auch ein politisches Ziel der Piratenpartei ist eben die Teilhabe. Und egal wie viele Mitglieder wirklich Internet- und Computerfreaks sind, es gibt immer noch viele Offliner und wir wollen ja auch Lösungen entwickeln, die für die Gesamtbevölkerung tauglich sind. Sprich, dieses Verfahren des Basisentscheids entspricht auch sehr ähnlich oder sehr dem Wahlprogramm und den Forderungen im Wahlprogramm nach direkter Demokratie. Also man kann sehr viele Parallelen entdecken. Und wenn dieses moderne, also dieses Update der direkten Demokratie und Update von Volks- und Bürgerentscheiden innerparteilich funktioniert, wäre dann der nächste Schritt natürlich, das auch auf das staatliche System auf öffentliche Wahlen oder öffentliche Abstimmungen zu übertragen, um diese noch zu verbessern. Von der grundlegenden Struktur des Basisentscheids ist es so, es gibt eigentlich
zwei getrennte Prozesse. Das eine ist die Vorbereitung von Anträgen, die abzustimmen sind, nämlich zunächst einmal die Einreichung nach einer Antragsentwicklung, dann die Einbringung. Die Einbringung stellt fest, dass der Antrag relevant genug ist, weil er eben genug Unterstützer gefunden hat. Und wenn genügend Anträge gesammelt wurden, werden die zur Debatte gestellt und dann gemeinsam abgestimmt. Das ist im Prinzip das Verfahren. Da werde ich jetzt mehr ins Detail geben. Dieses Verfahren des Basisentscheids hat gewisse Vorgaben. Zum einen gibt es natürlich das BGB, also in dem Fall das Vereinsrecht und das Parteiengesetz, was grundlegend Vorgaben macht, um die Mitglieder zu schützen. Das Parteiengesetz ist eben eine Erweiterung des Vereinsrechts auf Basis des Artikel 21 des Grundgesetzes, was innerparteiliche Demokratie vorschreibt. Und deswegen geht es über die Vorgaben des Vereinsrechts. Vereine dürften autoritär und wie zur Zeit des Dritten Reichs organisiert sein, Parteien dürfen das nicht mehr. Das ist die Grundidee dabei. Und zusätzlich schreibt das Parteiengesetz ja auch vor, dass es Transparenz geben muss, also dass die Parteien müssen öffentlich kontrollierbar sein für die Bürger, für die Wähler. Und es ist ja auch wichtig, um die Parteienfinanzierung zu regeln. Dann ist das nächste die Satzung der Piratenpartei, Paragraph 16 in dem Fall, was den Basisentscheid und die Basisbefragung grundsätzlich regelt. Diese wird ergänzt durch eine Entscheidsordnung, die kann auch vom Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit oder vom Basisentscheid selber verbessert werden. In dieser Entscheidsordnung sind allerdings nur die näheren Details geregelt. Das heißt, die grundsätzlichen Rechte sind in der Satzung verankert. Auf Basis dieser Bestimmungen kann natürlich das Geschiedsgericht die dann verschiedenartig auslegen und kann hier auch noch Urteile treffen, wenn etwas unklar ist. Dann gibt es die Verantwortlichen, die das Ganze durchführen müssen, denn dieses Verfahren kann selbstverständlich nicht vollautomatisch laufen. Man braucht immer wieder mal Menschen, die da eingreifen, die das umsetzen. Diese Verantwortlichen können sich zum Beispiel eine GO geben, das heißt zusätzliche Durchführungsbestimmungen, wie denn dieses Verfahren noch im Detail auszusehen hat. Und wenn sich diese Regelungen, diese Bestimmungen bewähren, wäre es naheliegend, diese in die Entscheidsordnung oder möglicherweise auch dann in die Satzung zu übernehmen, wenn das Verfahren weiterentwickelt wird. Ja, und nach all diesen Bestimmungen, nach all diesen schriftlich festgelegten Regeln, braucht man natürlich auch immer noch menschliche Entscheidungen, denn man kann nicht alles über Schriftstücke, über Regelwerke regeln, sondern man muss es immer von Menschen bewerten lassen. Und die Rolle der Verantwortlichen ist so, dass sie eben nur verwaltend tätig sein sollen. Also das ist auch durch die Satzung und Entscheidsordnung soweit eingeschränkt, dass sie nicht so viele Freiheiten haben, auch wenn es für manche auf den ersten Blick vielleicht anders erscheint. Aber wenn man sich das genau anschaut, ist es nicht so. Wichtig ist, diese Verantwortlichen können gewählt werden und sind eben auch Vertrauenspersonen. Das heißt, man sollte gut Acht geben, wen man da wählt, dass es zuverlässige Menschen sind. Und man hat natürlich dann auch spätestens beim nächsten Bundesparteitag die Möglichkeit, diese Personen abzuwählen, wenn sie großen Mist bauen. All diese Vorgaben dienen aber insbesondere das Parteiengesetz und die Satzung, dienen ja dazu, die Rechte der Mitglieder zu schützen. Das heißt, also insbesondere Abschnitt 2 des Parteiengesetzes. Das sind also innerparteiliche Regelungen. Wenn man die verletzen würde, würde zunächst erstmal nichts passieren. Es müsste erstmal, ein Mitglied müsste sagen, ja Moment, hier sind meine Rechte verletzt, ich gehe zum Schiedsgericht und man könnte dann die Urteile, könnte dann die Beschlüsse anfechten. Aber der Staat, den würde das nicht interessieren. Also es würde nicht die Polizei kommen und die Partei beschlagnahmen, wenn irgendwas nicht richtig läuft, sondern das ist erstmal eine innerparteiliche Angelegenheit. Und genauso sind auch diese Regelungen auch immer auszulegen. Es soll so gestaltet werden, dass es die Rechte der Mitglieder schützt, dass es fair ist. Und wenn man all das macht, wenn man von vornherein vernünftig rücksichtsvoll wäre, bräuchte man eigentlich nicht mal eine Satzung. Aber wir haben das zur Sicherheit und auch zur Vorsorge. Und diese Regelungen schränken uns nicht ein, noch weiter zu gehen und das Ganze noch zu verbessern. Das heißt, wir können ohne weiteres den Mitgliedern noch weitere Rechte geben, sobald sie gleich behandelt werden. Wir können das ganze Verfahren noch sicherer machen. Das muss man nicht zwingend alles festschreiben. Man muss auch nicht reinschreiben, wie man debattiert oder wie man zum Beispiel Beschlussempfehlungen abgibt.
da gibt es alle möglichen Freiheiten. Jeder kann sein Lieblingstool verwenden oder sein Lieblingsverfahren. Wichtig sind eben diese Dinge, die dann entscheidend sind, nämlich für Entscheidungen will man darauf achten, dass auch alles fair abgeht, dass also jeder gut informiert sein kann, jeder seine Meinung sagen kann und dann auch seine Stimme korrekt abgeben kann. Deswegen sind diese Sachen in der Satzung und in der Entscheidungsordnung geregelt. Andere Sachen sind explizit offen gelassen. Da dieses Verfahren auch erst am Anfang steht und noch weiterentwickelt werden muss, ist auch diese Entscheidungsordnung noch relativ, lässt noch viel offen. Das ist Absicht. Die soll auf jeden Fall verbessert werden, daran arbeiten wir schon. Und es ist keineswegs so, dass die in Stein gemeißelt werden. Gut. Ja, was kann ein Basisentscheid überhaupt abstimmen oder entscheiden? Prinzipiell kann er über alles abstimmen, also Abstimmungen zu Sachverhalten und auch Wahlen von Personen. Auch hier könnten wir jederzeit irgendwelche Beschlüsse fassen. Wir könnten sagen, wir wollen dies und jenes, wir wollen, dass diese Person Bundeskanzler wird. Entscheidend ist aber die Bindungswirkung davon oder die Wirkung überhaupt von dieser Entscheidung. Und viele oder die meisten der Entscheidungen dürften wahrscheinlich rechtlich bindend sein für die Parteien, für den Bundesvorstand. Also wenn es eben sogenannte sonstige Beschlüsse sind oder einfach grundsätzliche Stellungnahmen zu einem politischen Thema, dann gilt es als Grundsatzentscheidung und man müsste sich schon dafür rechtfertigen, wenn man anders handelt. Dann gibt es im Parteiengesetz vorgeschriebene Sachverhalte wie das Programm, die Satzung und die Wahl von Organen. Diese sind laut Parteigesetz oder nach der gängigen Auslegung dessen allein im Parteitag vorbehalten. Und dafür gibt es verschiedene Begründungen. Die häufigste Begründung ist, dass nur auf einem Parteitag, auf einer Versammlung, auf einer Realversammlung es möglich ist, diese Aussprache zu halten, die Meinung auszutauschen, zu verhandeln und dort auch praktisch dann auch zuverlässig abzustimmen. Und dieser Parteitagsvorbehalt ist eine gewisse Einschränkung für die Partei, eine Partei, die eben auf Vertreterversammlungen verzichten will und dadurch oder vor dem Problem von riesigen Mitgliederversammlungen steht. Dieses ist aber zunächst nur ein rechtliches Problem. Es gibt die rechtliche Regelung, was man offiziell darf und was, wenn man das verletzt, dann quasi zu nichtigen Beschlüssen führen kann. Und es gibt das andere, es gibt die Praxis und die politische Wirkung. Und wenn man zu sehr sich nur auf das Rechtliche konzentriert, vergisst man, dass man eigentlich Politik machen will, dass man die Gesellschaft und die Politik oder den Staat verändern will. Und man vergisst auch die Medien und die Wirkung in den Medien. Es ist aber so, dass die Öffentlichkeit nicht wirklich interessiert, ob etwas perfekt nach dem Paragraph so und so beschlossen wurde und ob es eine Zweidrittel- oder Dreiviertelmehrheit war. Es ist viel wichtiger, ob die Partei hinter diesen Beschlüssen steht und ob sie das umsetzen will. Und deswegen ist es so beim Basisentscheid, dass der Basisentscheid diese Entscheidungen, die dem Parteitag eigentlich vorbehalten sind, auch durchführen kann, allerdings dann nur als Empfehlung deklariert, also als eine Basisbefragung. Und wenn diese Entscheidungen eine hohe Legitimation haben, in dem sehr viele Leute beteiligt sind oder noch viel mehr beteiligt sind als im Bundesparteitag, und wenn es ein sehr demokratisches Verfahren ist, das eben gerade die Aussprache garantiert, sodass alle gut informiert entscheiden können, dann ist es eigentlich offensichtlich, dass das eine wirkliche Entscheidung der Partei ist, die nachträglich noch vom Bundesparteitag nochmal bestätigt werden kann. Aber wenn das einmal auch in die Medien gelangt ist, in die Öffentlichkeit gelangt ist, dass die Basis sich für etwas so etwas entschieden hat, dann ist das einfach gesetzt. Selbst wenn der Bundesparteitag diese Entscheidung nicht bestätigt und dann nicht so entscheidet, ist das Thema schon durch. Es ist einfach, es ist auch recht unwahrscheinlich, dass der Bundesparteitag sich anders entscheidet, außer es hat sich tatsächlich in der Zwischenzeit etwas komplett verändert, man hat neue Erkenntnisse gewonnen oder die Lage hat sich geändert. Dann würde man sicherlich auch einen anderen Beschluss treffen, der das klarstellt. Und Empfehlungen kann man auch nur, also an Mandatsträger, die im Parlament sind, kann man aufgrund des freien Mandats auch nur eine Empfehlung geben. Genauso mit Aufstellungsversammlungen, die müssen ihre Entscheidung selber treffen, die müssen das in einer Versammlung treffen. Aber auch hier kann man die Möglichkeit nutzen, mit dem Basisentscheid eine Vorentscheidung zu treffen, die diesen Personen weiterhelfen.
Das heißt, durch diese Satzung und durch diese Regelung, durch diese Vorsichtregelung ist es möglich, eine de facto Verbindlichkeit herzustellen. Und das, was verbindlich beschlossen werden kann, das sind eben zum Beispiel die Grundlinien der Parteipolitik und Angelegenheit von grundsätzlicher politischer oder besonderer politischer Bedeutung, so wie es auch in anderen Parteien die Vorstände machen dürfen. Ganz kurz eine Folie zur ständigen Mitgliederversammlung, da möchte ich nicht groß drauf eingehen, weil wir haben jetzt etwas, ich will das auch nicht fertig machen, weil es gibt Leute, die das halt als einen anderen Ansatz sehen und die es besser finden, aus welchem Grund auch immer. Ein Unterschied ist, es ist keine Tagungsform des Bundesparteitags, das ist eher eine rechtliche Sache. Die ständigen Mitgliederversammlung versucht, einen Parteitag zu simulieren, um dann auch die gleichen Kompetenzen zu haben, um dann auch verbindlich über Programm und Satzung abstimmen zu können. Das ist aber rechtlich gesehen eigentlich nur ein schlechter Trick, der meiner Ansicht nach zu den gleichen Problemen führt, weil es eben feste Vorgaben gibt für Versammlungen und auch eine SMV, wie sie zumindest bisher geplant ist, nicht diese Anforderungen erfüllen würde. Es gibt keine Stimmrechtsübertragung. Das ist diese Delegation oder Delegated Voting, was viele auch unter Liquid Democracy kennen, ist sehr umstritten. Es wurde schon einige Jahre in der Piratenpartei ausprobiert und hat eher dazu geführt, dass die Teilnahme immer mehr abgenommen hat. Diese kontroverse Regelung wurde explizit verzichtet. Stattdessen wurde vorgeschlagen, Beschlussempfehlungen zu nutzen, was, wenn man sich das genau betrachtet, ein sehr ähnliches Ziel verfolgt, ohne diese Probleme zu haben. Die Abstimmungen sollen auch nicht ständig oder auch dieser Parteitag soll nicht ständig geschehen, sondern es soll ein Abstand von mindestens 4 Wochen sein, sodass die Leute sich darauf einstellen können, dass sie auch noch, dass es zumutbar ist und sie es mit ihrem Leben vereinbaren können. Und geheime Abstimmungen sind in diesem Verfahren auch möglich. Das ist nicht ein reines Online-Verfahren. Es soll eben auch die Offliner berücksichtigen und es soll eben auch Minderheiten berücksichtigen. Also wenn 5% der Mitglieder der Meinung sind, das ist zu kontrovers oder diese Online-Abstimmung könnte manipuliert werden, weil es hier Fraktionen gewisse Mehrheiten gibt, oder Minderheiten, die etwas durchdrücken wollen, dann können sie diesen Antrag stellen und dann können dezentrale Offline-Abstimmungen durchgeführt werden. Bei Wahlen müssen die sowieso durchgeführt werden, das ist eigentlich auch ähnlich zum Parteiengesetz oder das vorgegeben, aber grundsätzlich hat man hier das Recht drauf. So, wer darf denn überhaupt teilnehmen? Also da es eine Form einer der Urabstimmung ist, haben grundsätzlich alle Mitglieder das Recht, daran teilzunehmen und auch Anspruch darauf, darüber informiert zu werden. Da diese Partei eine relative Online-Partei ist, das heißt, sie ermöglicht es, sich auch online anzumelden, Mitglied zu werden, ohne dass man diese Person jemals gesehen hat, besteht die Gefahr, dass diese Personen ja, mehrfach vorhanden sind oder vielleicht gar nicht vorhanden sind, sondern nur ein Fake sind. Das heißt, hier muss zunächst erstmal die Mitgliederdatenbank der Partei bereinigt werden, damit dieser Grundsatz im Parteiengesetz, dass jede Person muss eine natürliche Person sein, jedes Mitglied muss eine natürliche Person sein und hat nur einfaches Stimmrecht, damit das überhaupt gewährleistet werden kann. Das wird nochmal explizit hier in diesem Verfahren festgeschrieben, dass diese Person also von mindestens 2 gewählten Personen persönlich identifiziert sein muss, einmalig, oder möglicherweise auch kann man das durch Postident oder so ein anderes unabhängiges Verfahren ersetzen. Dadurch ist also gewährleistet, dass nicht irgendjemand manipuliert, noch Scheinmitglieder, sogenannte Sockenpuppen, einträgt und dann mehrfach Stimmgewicht ausüben könnte. Wenn diese Mitglieder erstmal verifiziert sind, dürfen sie sich für das Verfahren anmelden. Das heißt, wenn sie verifiziert sind und wenn sie stimmberechtigt sind, dann können sie Teilnehmer werden. Und diese Anmeldung kann explizit geschehen oder sie können einfach zum Beispiel eine Initiative unterstützen oder irgendwo abstimmen. Das heißt, dann zählen sie als aktiver Teilnehmer. Und der Grund ist, dass es wie auch in anderen Parteien immer recht wenige Aktivmitglieder gibt, also höchstens 10%. Die anderen zahlen vielleicht den Mitgliedsbeitrag, aber machen nichts, wollen auch gar nicht groß sich beteiligen. Da diese Partei finanziell recht klamm ist, muss sie das berücksichtigen. Wenn sie alle Mitglieder praktisch auch schriftlich einladen würde und so weiter, wäre es nur ein enormer Aufwand, den sich die Partei gar nicht leisten könnte. Das heißt, sie könnte gar nicht dieses Instrument anbieten. Deswegen ist hier ein Mittel gefunden worden, dass die Mitglieder zumindest grundlegend informiert werden und auch jedes Mitglied
quasi ein Teilnehmer werden kann, aber nicht von vornherein ein voller Teilnehmer ist. Das ist also quasi ein Opt-in-Ansatz, der eben den Aufwand vermindert. Bei der Anmeldung können sich die Teilnehmer auch für gewisse Themenbereiche ausschließen lassen. Das heißt, sie möchten in diesen Themenbereichen nicht für das Quorum zählen, weil, dazu kommen wir später, es gibt Quoren für Anträge, damit Anträge als relevant gelten. Und wenn ein Mitglied meint, in einem Themenbereich, also sei es jetzt innerparteiliches oder Politik, das sind momentan die zwei Themenbereiche, wenn es meint, in diesen Themenbereichen nicht kompetent zu sein, auch gar nicht teilnehmen zu wollen und auch nicht andere daran hindern will, dass sie dort etwas Sinnvolles einstellen, dann kann es sich da in dem Bereich abmelden. Gut, wenn jetzt also die Mitglieder angemeldet sind, können Mitglieder Anträge einreichen. In der Satzung oder im Basisentscheid ist nur das vorgegeben, was letztendlich zur Entscheidung führt. Woher diese Anträge kommen, das ist erstmal vollkommen offen. Das können die Leute klassisch mit Liquid Feedback, Pirate Feedback auf Stammtischen, wie auch immer, oder auf den neuen Tools, die wir auch entwickeln wollen, entwickeln. Sie können es vorab debattieren, Sie können schon mal prüfen, welche Mehrheit es geben wird, welche Leute sich wahrscheinlich dagegen entscheiden würden. Und können dann, wenn Sie meinen, es ist jetzt sinnvoll, diesen Antrag einzureichen, können Sie den mit 5 Antragstellern einreichen. Das ist also wie am Bundesparteitag. Man braucht auch 5 Antragsteller. Und beim Bundesparteitag ist es bisher auch so, dass, oder zumindest die Praxis, dass der Antrag, wenn er einmal eingereicht ist, auch nicht mehr verändert werden kann bis zur Abstimmung. Das ist aber Absicht in dem Fall. Dazu komme ich auch später. Sollten die Teilnehmer dann später noch der Meinung sein, dieser Antrag wäre in der Form doch nicht gut oder sie wollen es dann doch nicht, können sie natürlich jederzeit einvernehmlich zurückziehen. Wenn es niemand übernimmt, dann ist er zurückgezogen. Und ansonsten, wenn sie diesen Antrag hinter diesem Antrag stehen, werden sie versuchen, Unterstützer zu sammeln. Dazu brauchen sie mindestens 10% der Angemeldeten, also das heißt der Aktivmitglieder, und müssen innerhalb von 3 Monaten, also eines Zeitraums von 3 Monaten, diese 10% erreichen. Dann gilt dieser Antrag und auch das Thema als relevant genug, um überhaupt abgestimmt werden zu können. Alternativ kann auch ein Bundesparteitag diese Anträge direkt einbringen oder der Bundesvorstand allerdings nur organisatorische Sachen, also zum Beispiel, wo wird der nächste Bundesparteitag stattfinden oder sowas. Also keine politischen Inhalte, auch keine Wahlen. Nachdem so ein Antrag dieses Quorum überschritten hat und damit das Thema auch als relevant gilt, können noch konkurrierende Anträge mit nur 5% Quorum eingebracht werden. Das hat den Grund, dass nach der Einbringung die Wahrscheinlichkeit für eine Abstimmung, für eine zeitnahe Abstimmung hoch ist. Das heißt, es bleibt nicht mehr so viel Zeit und es wurde ja schon bewiesen, dass dieses Thema relevant ist. Diese 5% können natürlich schon parallel mit der Einbringung aller Anträge, also des ersten Antrages, gesammelt werden. Nur der erste Antrag, der 10% erreicht, sagt, dass die anderen auch praktisch schon eingereicht werden können. So, nachdem also diese Anträge, eine Reihe von Anträgen, das Quorum überschritten haben, sie werden der Reihe nach mit der Überschreitung des Quorums in eine Warteschlange eingereiht. Nun wird diese Warteschlange wie folgt abgearbeitet. Zunächst einmal werden Stichtage vorab festgelegt, an denen überhaupt Abstimmungen stattfinden können. Das wird in der Praxis mindestens ein halbes Jahr im Voraus geschehen, dann wird also wahrscheinlich auch die Urlaube und so berücksichtigen, sodass immer gewährleistet ist, dass sich zu jedem Stichtag möglichst viele Leute auch wirklich teilnehmen können. Und es müssen mindestens 4 Wochen Pause zwischen den Stichtagen sein. Diese eingebrachten Anträge, die das Quorum überschritten haben, werden nun in dieser Reihenfolge der Einbringung zur Abstimmung eingeplant, also auf diese Stichtage verteilt und dort gebündelt. Dabei sollen ca. 20 Abstimmungen pro Stichtag stattfinden. Es können theoretisch auch mehr sein, wenn es gute Gründe gibt, aber es sollten nicht allzu viele sein, damit sich die Mitglieder auch gut vorbereiten können. Für die geheime Abstimmung, die ja deutlich aufwendiger ist und die wahrscheinlich seltener stattfindet, gibt es eine separate Warteschlange. Und dadurch könnte quasi dann auch so sein, dass wenn man dann mal so eine aufwendige geheime Abstimmung durchführt, man auch noch andere Anträge hat, die nicht geheim abgestimmt werden müssen, aber die sich gerade anbieten, und dann könnte man diese 20 Anträge sozusagen auffüllen und dann alles geheim abstimmen in dem Fall. Andersrum geht es nicht, die Verantwortlichen dürfen nicht einen geheim abzustimmenden Antrag plötzlich pseudonym oder online abstimmen.
Und die Teilnehmer, die sich also per Opt-in quasi angemeldet haben, haben auch den Anspruch auf eine persönliche Einladung zu diesen Anträgen, dass sie das Bescheid wissen. Steht natürlich der Partei frei, auch alle Mitglieder anzuschreiben, wenn sie es sich leisten kann. Das Mindeste ist ja jedoch, dass alle Anträge online einsichtbar sind. Und jeder, der weiß, dass es einen Stichtag gibt, kann dann sehen, was an diesem Stichtag passieren wird und kann sich dann auch spätestens dann verifizieren und anmelden, um teilzunehmen. Nachdem festgelegt ist, welche Anträge denn abgestimmt werden sollen, wird eine Debatte gefördert. Das steht auch explizit in der Satzung, weil es sehr wichtig ist. Es soll nicht einfach nur abgestimmt werden, sondern das ist wie am Parteitag, das Recht auf Aussprache, das Recht auf Austausch ist absolut essentiell. Ich würde sogar sagen, viel wichtiger als die Entscheidung am Ende. Und diese Debatte fordert zum einen Argumente pro und contra, also auch ein Argu-Liner, der später dann verwendet werden kann. Denn die Partei wird diesen Beschluss, wenn es nicht gerade ein organisatorischer ist, ja in Parlamenten weiterverwenden wollen. Das heißt, wird kein Argument sein, dass die Partei zu zwei Dritteln für etwas gestimmt hat, sondern man will ja auch andere Parlamentarier und auch die Bevölkerung überzeugen, warum man denn so abgestimmt hat. Und dafür ist im Prinzip diese Debatte da. Die Entscheidung ist quasi dann nur die Krönung des Ganzen, die dann dazu führt oder die motiviert, diese Debatte zu führen, damit man möglichst viele Leute überzeugen kann für eine Position. Diese Debatte beginnt 4 Wochen vor dem Stichtag, spätestens vor dem Stichtag. Natürlich beginnt die ursprüngliche Debatte im kleineren Kreis schon vor der Antragseinreichung und bis dahin, auch während man die Quoren versucht zu erreichen, weil man ja auch versucht, die Leute zu überzeugen, dass dieser Antrag relevant ist. Aber hier wird offiziell eine große Debatte gefordert, denn diese Anträge sind schon auserlegt, hier sind hochrelevant und es ist sehr wahrscheinlich, dass einer dieser Anträge wahrscheinlich dann auch angenommen wird. Deswegen sollen sich die Leute damit beschäftigen. Was nicht explizit in der Satzung steht, zwar in der Begründung des Antrags und was am Bundesparteitag nicht mehr behandelt werden konnte, ist die Idee der Abstimmungs- oder Beschlussempfehlungen. Das ist eine Alternative zu dem Delegated Voting in Liquid Democracy. Ursprünglich war nämlich Liquid Democracy so definiert, dass es eher ein Empfehlungssystem ist. Das heißt nicht, dass Leute ihre Stimme an andere abgeben können, sondern dass sie Fragen einstellen oder Probleme und dann von Experten Empfehlungen bekommen, wie sie zu abzustimmen hätten oder was sie zu tun hätten. Und dieses Prinzip, dass man also nicht seine Stimme kompliziert abzugeben und anderen zu übergeben und ihnen zu vertrauen, vollkommen zu vertrauen, dass sie das richtig verwenden. Es ist so, dass man andersherum diese Experten, die sonst abstimmen würden, dass man diese Experten befragen kann. Was soll ich denn machen? Ich kenne mich in dem Bereich nicht so gut aus. Gib mir noch mal ein paar Argumente, warum ich diesen Antrag oder jenen Antrag annehmen sollte. Genau dieses Prinzip fördert also auch die Debatte, weil diese Experten, wenn sie als Meinungsführer gelten wollen und auch ein Ansehen oder einen Ruf aufbauen wollen, ihre Empfehlungen begründen sollten. Diese Empfehlungen können natürlich dann auch weitergeleitet werden, sie können weitergegeben werden. Man kann diese Empfehlungen kombinieren, man kann sagen, 3 meiner Experten sind dafür, einer dagegen, dann schließe ich mich eher der Mehrheit an. Das steht dann Mitgliedern frei. Aber diese Empfehlungen sind halt unverbindlich, das heißt, es ist noch keine Abstimmung und jeder kann sich für sich verwenden. Er kann sie sowohl bei einer Online-Pseudonym-Abstimmung als auch bei einer Geheimabstimmung verwenden. Das heißt, dieses Verfahren ist auch bei zum Beispiel Volksentscheiden oder Bürgerentscheiden nutzbar. Und ist also ein Verfahren, was nicht die Probleme von Delegated Voting hat, wo man sehr viel Mühe reinstecken muss, aufzupassen, dass nicht Einzelpersonen zu viel Macht und zu viel Stimmgewicht bekommen, wo die geheime Wahl im Prinzip ausgeschaltet ist. Das heißt, man muss offenlegen, wem man vertraut, wem man nicht vertraut, was auch zu Streit und sozialen Druck führen kann. All das wird damit vermieden. Ja, und letztendlich beginnt dann 2 Wochen vor dem Stichtag die Abstimmung. Diese kann entweder pseudonym, in dem Fall höchstwahrscheinlich online geschehen, hier in dem Fall auch auf Antrag per Brief für Leute, die nicht online abstimmen können, oder sie geschieht geheim und das auch wieder nur per Urne oder auf Antrag per Brief. Geheim wird abgestimmt, wenn 5% der Teilnehmer eben dafür einen Antrag gestellt haben, also meinen, dass dieser Antrag nur geheim abgestimmt werden darf.
wenn auch eine Urne, da eine Urne auch sehr aufwendig ist aufzustellen, wenn eine Urne in der Nähe nicht verfügbar ist, dann ist es eigentlich auch naheliegend, dass dann die Mitglieder automatisch per Brief abstimmen können. Und da die Partei auf Barrierefreiheit und Teilhabe großen Wert legt und es Einzelmitglieder geben kann, die nicht selbst zu einer Urne oder kommen können oder vielleicht nicht einen Stift bedienen kann, muss es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass dann ein Helfer in dem Fall einschreiten darf und dann diese Stimme, die das Mitglied abgeben will, dann also übernimmt und dann selber abgibt. Eine wesentliche Neuerung in Parteien ist eben die Online-Abstimmung, die mit diesem Basisentscheid zugelassen wurde und eingeführt wurde. Das ist etwas sehr Kontroverses. Also, das beschäftigt die Partei schon sehr lange, unter anderem das Wahlcomputerproblem, dass bei elektronischer Abstimmung man eine Blackbox hat, die nicht wirklich nachvollziehbar ist, die bestenfalls für Experten nachvollziehbar ist und viel leichter manipuliert werden kann, also Dimensionen leichter manipuliert werden kann als zum Beispiel eine Urnenabstimmung. Also die Urnenabstimmung ist der goldene Standard. Jeder kann jeden Schritt überprüfen und sehen, dass die Stimmzettel nicht irgendwie verfälscht werden. Man kann damit auszählen. Deswegen wurde hier eine Lösung eingeführt, die auf jeden Fall nicht geheim ist, denn die Geheimheit zusätzlich einzufordern wäre noch riskanter, weil dann eben nicht mehr die Stimmzettel und die Personen miteinander verknüpft werden können und es kann eine Manipulation noch viel schlechter überprüft oder herausgefunden werden. Stattdessen wurde eine halboffene, eine pseudonyme Abstimmung eingeführt, die mit trotzdem möglichst hohen Sicherheitsaufwand durchgeführt werden soll. In der Entscheidungsordnung sind nur ein paar grundlegende Dinge geregelt, und zwar gibt es für jede Abstimmung, ist für jedes Mitglied ein Einmal-Token. Das ist also ein Zufallscode, den nur dieses Mitglied und die Verantwortlichen kennen. Mit diesem Token wird die Stimme versehen und das Mitglied erhält einen signierten, also kryptografisch signierten Nachweis, dass es diese Stimme so abgegeben hat. Das ist also quasi ein Stimmzettel, den es nochmal in der Hand hält. Die Stimme wird bei der Online-Abstimmung aber auch nochmal zentral erfasst und verwertet. Andere Mitglieder können dadurch nicht wissen, wie dieses Mitglied abgestimmt hat, weil sie nicht das Mitglied in diese Token zuordnen können. Das kann nur das Mitglied selber. Außer das Mitglied gibt natürlich seinen Token selbst freiwillig frei und sagt, Achtung, ich habe so abgestimmt, hier ist mein Token. Das kann es natürlich jederzeit machen. Und dieses Token kann es dann in Abstimmungsergebnissen wiederfinden. Es kann überprüfen, ob da, wo das Token steht, die Stimme genauso gezählt wurde, und es kann auch alle Stimmen, muss auch alle Stimmen einsehen können, dass man natürlich auch wissen, dass eben seine Stimme nicht nur halb oder doppelt, was auch immer gezählt wurde. Kann diese Abstimmungsergebnisse also quasi auch selber nochmal selbst ausrechnen und zum Überprüfen, ob das gleiche Endergebnis rauskommt. Und um das noch zusätzlich abzusichern, überprüfen die Verantwortlichen stichprobenweise die Abstimmenden, ob ihre Stimme korrekt erfasst wurde. Wenn es nämlich nicht so ist oder wenn jemand anders ihrem Namen abgestimmt ist, hätte, dann könnten sie entweder sofort zurückmelden oder sie könnten nachträglich noch sagen, Achtung, hier ist mein Nachweis, ihr habt mir das signiert, der ist gültig. Das ist also das also ich habe hier wirklich einen Beweis, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas wird aber falsch erfasst. Und dann könnte zum Beispiel die Abstimmung wiederholt werden oder zumindest nicht für nicht gültig erklärt werden. Um auch die Privatsphäre der Mitglieder zu schützen, werden diese Zuordnung von diesen Einmal-Tokens, die nur die Verantwortlichen kennen und die Mitglieder selber, werden von den Verantwortlichen nach einer Woche gelöscht, es sei denn, es gibt ein Schiedsgerichtsverfahren, wo das explizit nochmal untersucht werden soll. Und das ist also so ein Kompromiss zwischen Datenschutz, Sicherheit von Manipulation und eine Form von Geheimheit. Also es ist nicht wirklich geheim, weil auch die Verantwortlichen das im Prinzip nachvollziehen könnten, wer wie abgestimmt hat. Aber, und das ist auch, ja, theoretisch ist auch sowas wie Stimmkauf möglich, das ist bei jeder offenen Abstimmung, auch im Bundespartei möglich, aber es ist eine Möglichkeit, eine Online-Abstimmung durchzuführen. Und dann gibt es noch die Offline-Abstimmung eben per dezentralen Urnen mit dem goldenen Standard der Urne, die ist allerdings sehr aufwendig und wird wahrscheinlich nur in Ballungsgebieten aufgestellt werden können, also wenn sich genügend Leute finden, die sowas durchführen wollen. Ansonsten hat jeder das Recht, per Brief abzustimmen, und kann es beantragen, weil er nicht am Stichtag an der Urne sein kann. Derzeit ist es auch so, dass die Urnenabstimmung nur an einem Tag geschieht, weil wir nicht garantieren können, dass die Urne dauerhaft sicher verschlossen ist, und es ist auch nur dann zumutbar für die Teilnehmer.
Um die Geheimheit zu wahren, werden die Urnen so zusammengeführt, dass mindestens immer 10 Stimmzettel drin enthalten sind und man nicht auf einzelne Personen dann so leicht zurückschließen kann. So. Noch zum Wahlverfahren. Hier gilt, es reicht immer die einfache Mehrheit der Stimmen bisher. Und wenn es nur eine Alternative gibt, gibt es nur ja eine Nein-Stimme oder Enthaltung. Wenn es allerdings mehrere Alternativen gibt, wird hier die Bewertungswahl mit Erhalt und Enthaltung eingeführt. Das ist eine Verallgemeinerung des Approval Votings. Und zwar kann hier nicht nur jeder Alternative ein oder keinen Punkt vergeben, sondern kann jede Alternative bis zu 3 Punkte vergeben. Wenn es mehr als 5 Alternativen gibt, sogar bis zu 9 Punkte vergeben. Und dadurch kann man nicht nur sagen, ob man die Alternative überhaupt für akzeptabel hält, sondern auch, wie man sie im Vergleich zu anderen bevorzugt oder nicht. Also man würde seinem Favoriten immer die Maximalpunktzahl geben und dann weniger guten Alternativen würde man weniger Punkte geben, aber wenn man sie immer noch akzeptiert, zumindest einen Punkt. Denn 0 Punkte gelten als eine Nein-Stimme, als eine wirkliche Ablehnung, während mehr als 0 Punkte als eine Ja-Stimme gelten. Das heißt, zu gewinnen muss also so eine Alternative nicht nur im Durchschnitt die meisten Stimmen oder Punkte haben, sondern sie muss auch mehr Ja- als Nein-Stimmen, also mehr Teilnehmer haben, die mehr als 0 Punkte vergeben haben, als Teilnehmer, die 0 Punkte vergeben haben. Nur dann ist dann die Alternative bestimmt. Und da dieses Verfahren auch nicht einfach mal wiederholt werden kann, weil so eine Abstimmung, insbesondere bei der Urne, sehr aufwendig ist, ist es eben auch hier wichtig, mit einem Stimmzettel quasi zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist also auch ein Grund für diese Bewertungswahl, denn bei Approval Voting ist es in der Praxis so, dass die Leute gezwungen sind oder sich gezwungen fühlen, taktisch zu wählen und dann meist keine Alternativen die notwendige Mehrheit erreicht, obwohl die Mitglieder eigentlich doch eine von denen, wenn man sie einzeln fragen würde, doch akzeptieren würden. Und dieses Verfahren also erlaubt es, mit einer Abstimmung zum Endergebnis zu kommen. Okay, das war die grobe Skizze des Ganzen. Wenn es noch Fragen gibt, kann man das jetzt gerne diskutieren. Ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema. Auch allein die rechtliche Frage und die Durchführungsbestimmung, die wir dann auch jetzt hier noch später weiter ausarbeiten werden. Aber gibt es noch grundsätzliche Fragen jetzt? Okay, erstmal alles geklärt. Dann, wie spät haben wir es denn? Ungefähr halb 12. Dann machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten Vortrag. Sind alle einverstanden mit der Reihenfolge? Also dass Katrin zuerst, Daniel und dann? Okay. Gut, dann Katrin. Danke. Hier ein Phänomen hier. Du kannst hier jedes Blackboard. Hast du das? Ich habe mal der VWA. VWA auf hier. Müssen wir drauf. Ich habe aber auch einen Wandler dabei, jedenfalls. Ja. Was schreibst du aus? Ist das Radio? Schreibst du ja. Dann kannst du es hier direkt reinstecken. Und dann auch nicht das. Ja, nein, VGA-Anschluss. Musst du so machen? Ja. Ziehen wir schon? Inus. Gut. Ich habe einen Wandler dabei. Du musst dann gehen. Radio weiter, oder? Okay, ein bisschen mehr Gewalt. Ah ja, gut, dann
Okay, also wenn alle bereit sind, würde ich loslegen. Kurz ein paar Worte zu mir, einfach nur deswegen, weil dann auch verständlicher wird, aus welcher Perspektive heraus ich mich dem ganzen Thema widme. Also ich bin Katrin, ich bin 2011 zur Piratenpartei gekommen und habe, ja? F5. Bitte? F5. Okay, schöner. Und genau, bin 2011 zur Piratenpartei gekommen und habe damit angefangen, dass ich auf den Stammtisch gegangen bin und bin immer wieder auf Stammtische gegangen und habe ganz viele Piraten gefragt, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Wie wird in der Piratenpartei Politik gemacht? Und habe damit natürlich auch gemeint, wie die Tools benutzt werden. Und eine gängige Antwort war immer gewesen, ja, schau mal im Internet, guck nach einer Arbeitsgemeinschaft, die dich vom Thema her interessiert, dann abonnierst du die Mailingliste, liest da mit. Und wenn du dich so ein bisschen auskennst mit den Leuten, dann kannst du auch mal mitschreiben. Und dann kann man sich ja irgendwann mal treffen und so über die Themen reden. Und ich habe mich bis dahin als sehr internetaffin betrachtet, aber trotzdem war das für mich relativ wenig Information gewesen, weil es für mich immer noch bedeutet hat, dass ich nicht genau wusste, wie jetzt dort Politik gemacht wird. Und genau das hat mir gefehlt. Das hätte ich also wie so eine Kurzanleitung vorher gebraucht, um dann zu kapieren, wie die Piratenpartei überhaupt funktioniert. Ich hatte das Glück gehabt, dass damals eben sehr viele Neue zu den Piraten kamen und wir uns dann in einer Gruppe von ungefähr 5 Personen zusammengefunden haben, die alle das gleiche Problem hatten, nämlich mitmachen zu wollen, Sympathie zu haben für die Partei, aber keinen richtigen Zugang zu finden. Was wir gemerkt haben, was auch daran lag, A, dass die Piratenpartei funktioniert vor allem wie ein Netzwerk und eher nicht wie so die typischen hierarchischen Strukturen, wie man sie sonst kennt, aus Unternehmen, Schule und so weiter. Und ein Pirat hat später mal zu mir gesagt, ein Netzwerk versteht man eigentlich erst dann, wenn man sich innerhalb befindet. Und von außen es zu verstehen, ist sehr schwierig. Und uns fehlten aber auch zudem Informationen. Wir haben uns dann zusammengeschlossen zu einer AG Neupirat, hieß die damals, heute AG Basisarbeit, und haben gesagt, wir alle verstehen nicht genau, wie es funktioniert, was es mit den Tools auf sich hat. Wir erarbeiten das jetzt. Und das Wissen, was wir gewinnen, tragen wir dann an Neue weiter. Einfach deswegen, weil es schade wäre, wenn der Piratenpartei Potenzial von Sympathisanten verloren geht, weil sie keinen Zugang dazu finden. Und so haben wir dann herausgefunden, dass es neben den Internet-Tools auch sogenannte, so haben wir sie genannt, soziale Tools gibt. Der Titel ist jetzt so ein bisschen unglücklich, finde ich, aber ich lasse es mal dabei, weil es sehr schnell zu verstehen ist, was damit gemeint ist. Also man hat die Internet-Tools, wie zum Beispiel das Wiki, die Pad, die Mailinglisten und so weiter. Aber Politik wird ja bei den Piraten nicht nur über die Internet-Tools gemacht. Bisher findet ja nicht zuletzt die Abstimmung, die entscheidende Abstimmung, auf einem Bundesparteitag statt. Es finden zur Vernetzung Stammtische statt. Es gibt Arbeitsgemeinschaften, die vor Ort stattfinden. Es gibt hier in der LGS vor allem Flurgespräche. Und all das haben wir mal als soziale Tools bezeichnet. Die sind ebenso wichtig. Jetzt sind wir auch mitten im Thema und es geht also heute vor allem um die Internet-Tools und um das Ganze so ein bisschen deutlicher zu machen, wie die für den politischen Bildungsprozess gebraucht werden, habe ich mal den Prozess unterteilt in die typischen 3 Schritte. Das ist, zuerst informiert man sich über ein Thema, dann diskutiert man darüber, tauscht Meinungen aus und findet am Ende dieses Prozesses auch noch hoffentlich eine eigene Meinung. Und dann erst kann entschieden werden. Und das sind jetzt erstmal die ersten 3 Punkte. Den 4. lassen wir erstmal außer Acht, da komme ich gleich zu. Und für all diese 3 Stadien gibt es verschiedene Tools. Also diese 3 Stadien sind natürlich in der Praxis, wie das oft so ist mit so Phasen, ineinander auch verwoben. Man kann die nicht so klar trennen, aber um das Einzelne besser zu verstehen, ist es ganz gut, hier mal so vorzugehen. Das heißt, man benutzt zum Informieren vor allem das Wiki. Ich werde die einzelnen Tools gleich nochmal genauer vorstellen, was es damit auf sich hat, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Das Pad, die Mailinglisten, Forum, Twitter. Dann gibt es noch so reine Informationsmedien wie die Flaschenpost, Podcasts, Newsletter und so weiter. Aber natürlich auch vor Ort auf Stammtischen erfährt man viel. Diskutieren kann man ganz gut im Mumble. Diskutiert wird in der Antragsfabrik über Liquid Feedback oder Pirate Feedback. Genauso gut aber auch auf Mailinglisten, im Forum, theoretisch auch im Pad, selbst im Wiki könnte man, wenn man wollte, diskutieren. Es geht aber oft nicht nur darum, was ein Tool kann, sondern auch, wofür es gut geeignet ist. Also nicht jede Funktion, die ein Tool bietet, ist auch wirklich optimal für das, was man damit machen möchte.
entschieden. Also wird bisher im realen Leben sozusagen, man trifft sich vor Ort auf einem Bundesparteitag, Kreisparteitag oder sonst einem Parteitag einer Gliederung und stimmt dort ab. Funktioniert also nicht über das Internet. Das hat verschiedene Gründe, zu denen wir noch kommen. In Berlin ist es so, dass die mittlerweile in ihrer Satzung stehen haben, dass Liquid Feedback oder beziehungsweise ein Tool, ein Internet-Tool gebraucht werden kann, um über Positionspapiere verbindlich abzustimmen. Das ist aber die große Ausnahme. Also es ist nicht so, wie die Medien es oft darstellen, dass Liquid Feedback das Herzstück der Piratenpartei ist. Im Gegenteil, es ist sehr umstritten in der Piratenpartei. Und ich denke, es ist vor allem so in den Medien transparent, weil die Medien irgendwas Greifbares brauchten nach dem Berlin-Erfolg und Liquid Feedback eben in Berlin ein großes Ding ist, aber nicht bundesweit unbedingt. Dann gibt es zur Information und zur Transparenz aus dem Parlament heraus zur Basis ein Tool, das nennt sich Redmine. Das ist jetzt noch nicht so im gängigen Gebrauch, aber es zeigt ganz schön, was möglich ist, damit die Parlamentarier hier im Informations- und Transparenzanspruch gegenüber der Basis gerecht werden. Und dort stellen die Parlamentarier, die es möchten, es ist also nicht verpflichtend, von der Idee bis zum Entscheid alle möglichen Informationen ein zu ihrer Arbeit und da können die Bürger sich eben informieren. Aber das ist auch ein Tool, was noch ausbaufähig ist. Die Piraten sind, soweit ich weiß, bisher die einzigen Parlamentarier, die das so machen. Jetzt ist es so, dass, warum eigentlich und überhaupt benutzen die Piraten-Tools, also die so Internet-Tools? Mir hat mal ein Pirat gesagt, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, die Piratenpartei 2006 zu gründen, hätte man das Internet und die Internet-Tools nicht gehabt. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Entstehungsgeschichte der Piratenpartei, die im Internet zu finden ist. In Deutschland war damals 2006, waren die Sympathisanten von den Piraten aus Schweden so weit verteilt übers Land, dass sie erhebliche zeitliche Probleme gehabt hätten, zusammenzufinden, um die Partei zu gründen. Also haben sie damals vor allem übers Internet gearbeitet, eben auch über das Wiki, was wir heute noch kennen, und ein anderes Forum, was wir ähnlich heute auch kennen, und konnten so die Partei gründen. Das heißt, Tools sind zum einen, Internet-Tools sind Hilfsmittel, um räumliche und zeitliche Distanzen zu überwinden, um damit effizienter zu arbeiten. Es dient auch dazu, Wissen zu verbreiten und ganz wichtig bei den Piraten natürlich auch Transparenz zu schaffen. Tools sind für alle, die nicht so affin sind, das sind eigentlich Programme und die es einem erlauben, etwas zu tun, sage ich mal. Also so wie Wordly erlaubt, einen Text zu schreiben oder Twitter erlaubt, an jemanden Nachrichten zu schicken. All das sind Tools, die dem Anwender dabei helfen, etwas zu tun oder einem Nutzen zu bringen. Das heißt, diese Tools sind immer auch vorgegebene Strukturen. Und zwar Strukturen, innerhalb derer kommuniziert werden kann, innerhalb derer damit gedacht wird und auch gearbeitet wird. Und bei den Piraten sind die Tools damit Strukturen, innerhalb derer Politik gemacht wird. Das heißt, dass Tools auch in gewisser Weise ein Machtinstrument sind, weil diejenigen, die es programmieren oder die sich diese Tools ausdenken, letztendlich bestimmen, auf welche Art Politik gemacht wird innerhalb der Partei. Und deswegen finde ich das Thema auch so wahnsinnig spannend und so wichtig, dass eben gerade in einer Partei, die sich die Basisdemokratie auf die Fahne geschrieben hat und mit diesen Tools achtet, da kommt wirklich was Neues rein. Und es ist im Moment so, dass ich selbst komme nicht aus dem Bereich Programmieren, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich verstehe auch ehrlicherweise sehr wenig davon und frage mich immer so, wie weit kann ich als Nicht-Programmierer überhaupt denken, wie so ein Tool strukturiert und aufgebaut sein sollte? Denn ich glaube mir, allein deswegen, weil ich nicht programmieren kann, fehlt mir so die Sicht für die Möglichkeiten, die da sind. Und insofern eine weitere Frage ist, ob so ein Tool, also übersetzt heißt das Werkzeug, wie wir alle wissen, ob das in dem Sinne wirklich das Werkzeug ist oder nicht bereits das Produkt. Wenn ein Tool mir vorgibt, wie ich kommunizieren kann und wie ich Politik machen kann, dann ist es letztendlich auch schon ein Produkt. Und eine Frage, die im Raum steht, das ist ein Buch von Douglas Rushkoff, der sich schon sehr lange mit den Phänomenen der Medien den neuen Medien beschäftigt, das heißt Program or be programmed und das steckt eigentlich dahinter. Also entweder man kann selber programmieren und gibt eben sehr viel vor,
Möglichkeiten oder man kann es nicht und muss dann einfach annehmen, was da ist. Die Piraten experimentieren viel mit Tools, das heißt, wenn man jetzt Neupirat ist und alle Tools kennenlernen möchte, die so im Gebrauch sind, man wird sehr schnell scheitern, auch als Altpirat. Es ist eigentlich unmöglich, damit auf dem Laufenden zu bleiben, aber es gibt Tools, die bei den Piraten immer wieder benutzt werden und sich sozusagen durchgesetzt haben. Klammer auf, eine kurze Anmerkung noch ist, dass die Piraten ja sich zum Anspruch genommen haben, Netzkompetenz in die Politik zu bringen, das auch tun und da auch schon, wenn man sich so sieht, wie langsam andere Parteien sich den Themen annähern, Erfolge haben. Was bisher mir persönlich noch fehlt und ich denke auch sehr wichtig wäre, ist herauszufinden, wie die einzelnen Tools sich darauf auswirken, wie kommuniziert wird, wie die Willensbildung sich dadurch verändert, wie die Entscheidungsfindung sich verändert und welche Gruppen bevorteilt und benachteiligt werden. Also wir haben bisher einen Blick darauf, was ist praktisch, was entspricht den Piratenwerten, dazu gleich mehr, aber wir wissen eigentlich noch nicht so genau, wie das uns wirklich verändert in der Art, wie wir kommunizieren und Politik machen. Und das wäre mal ganz interessant, vielleicht schreibt ihr irgendwann mal eine wissenschaftliche Arbeit darüber. Ich habe also gesagt, dass die Piraten bestimmte Tools haben, die sich durchgesetzt haben und das ist der nächste Punkt, das sind nicht irgendwelche Tools, sondern wenn man sich das Programm durchliest und die Satzung der Piraten durchliest, wird man feststellen, dass es immer wieder bestimmte Werte gibt, die auftauchen, die eingefordert werden, wie die Gesellschaft gestaltet werden soll. Die Piratenpartei erhebt aber auch gleichzeitig den Anspruch daran oder an sich selber, dass sie nach diesen Werten Politik macht. Und ich habe mal so ein Schaubild erstellt. Ich habe streitbar dahinter geschrieben, weil es eben nirgendwo so von der Piratenpartei je ausgegeben wurde, dass das die Piratenwerte wären. Ich habe mit Hilfe von den Parteiprogrammen, vor allem dem Bundesprogramm und der Satzung, diese Werte eben erarbeitet. Also wenn da jemand irgendwie was dagegen hat, dann ist es sein gutes Recht, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kommt es einigermaßen hin. Ich nenne es mal so Art Kernwerte, das sind diese gelben Kreise, orangenen Kreise um das Stichwort Piratenwerte drumherum und diese blauen Kreise sind dann Forderungen, die sich daraus eben ableiten. Und das Interessante ist, dass viele der Tools, die sich durchgesetzt haben, eben diese Werte auch erfüllen und dass es einen großen Aufschrei gibt, wenn Tools eingesetzt werden sollen, die das eben nicht tun. Also so ist es ja mit Liquid Feedback, was eben sehr, sehr umstritten ist innerhalb der Partei. Unter anderem eben ist es die Frage nach der Gleichheit, nach der Stimmengleichheit, die man sagt, eben nicht erfüllt ist dadurch, dass es Superdelegierte gibt, die so viele Stimmen auf sich vereinen können. Genau, ansonsten ist es sehr wichtig den Piraten, dass möglichst alle Zugang haben zu den Tools, auch Nichtmitglieder, dass die mitmachen können, ihre Meinung einbringen können. Also eine große Entfaltungsfreiheit für den Einzelnen ist immer gefordert und vor allem auch, dass es basisdemokratisch ist, dass jeder gleich behandelt wird, sich gleich einbringen kann, ganz egal wer er ist. Die Heterogenität wird auch sehr gelebt und immer wieder gefordert, dass man diskutieren kann und auch durch die Diskussion zu neuen Lösungen kommt. Es soll nicht hierarchisch aufgebaut sein, also wenn Mailinglisten moderiert werden sollen, gibt es auch immer wieder einen Aufschrei, weil es genügend Piraten gibt, die sagen, nein, wir wollen keine Hierarchien und jemand, der moderiert, ist eine Hierarchie. Ganz wichtig ist natürlich auch der Aspekt der Vernetzung. Also jetzt im Programm ist es natürlich, bei den Tools ist es, dass die Tools untereinander vernetzt sind. Also wir werden gleich auch sehen, dass jedes Tool für sich allein gut funktioniert, aber in der Regel erst in der Vernetzung mit anderen Tools wirklich sein Potenzial entfalten kann. Genau, also offen natürlich sollen die Tools sein. Das ist jetzt ein kleiner Auszug, den ihr seht. Open Source sollten die Programme sein, die Tools, also man soll die Möglichkeit haben, sie abändern zu können. Ich denke auch, dass es daher kommt, dass man sagt oder weiß, dass diese Tools ein großes Machtinstrument sind und man sie deswegen auch jederzeit verändern können sollte, die Strukturen also verändern können sollte. Transparenz ist ganz wichtig, dass der Stand der politischen Arbeit eingesehen werden kann. Genauso ist aber wichtig, dass die Nutzer auch ihre Anonymität wahren können, die das eben möchten.
Entscheidungen sollen nachvollziehbar sein, möglichst viele Leute sollen teilhaben können und natürlich Basisdemokratie, Selbstbestimmung, Gleichheit, all das sind Werte, die den Piraten in ihren Tools auch sehr wichtig sind. Genau. Dann stelle ich mal kurz die einzelnen Tools vor, die es gibt. Ich habe dazu keine Folien vorbereitet und das geht auch relativ schnell. Wir kommen, ich spiele nochmal die Folie ein, wo die einzelnen Stadien unterteilt sind. Wer sich informieren will in der Piratenpartei, ist ganz gut und gleichzeitig ganz schlecht beraten, wenn er sich das Piraten-Wiki mal anschaut. Wer das nicht kennt, das ist wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Nur eben, dass sich alles um Piratenthemen dreht. Und intern wird das Piraten-Wiki auch bezeichnet als Gedächtnis der Piratenpartei. Das heißt, alles, was ein Pirat jemals gedacht hat und gemeint hat, das muss jetzt öffentlich gemacht werden, hat er ins Wiki gestellt. Man findet dort also ganz viele inoffizielle Informationen. Man findet dort eine große Meinungsvielfalt. Man findet dort offizielle Parteiinformationen, Tutorials, dann stellen sich AGs vor, stellen sich einzelne Piraten vor. Und das Wiki ist eigentlich so wie so eine große Transparenzmaschine der Piratenpartei. Beim Wiki kann grundsätzlich jeder mitmachen, ob er in der Piratenpartei ist oder nicht. Alles, was er können muss, ist diese Wikisprache beherrschen, was für Altpiraten überhaupt kein Problem ist, für viele Neue, die jetzt nicht so viel Internetbezug haben, schon eine große Hürde darstellt, die, glaube ich, aber eher psychologisch ist, weil schwierig ist es tatsächlich nicht. Es kostet nur einige Überwindung, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und sich zuzutrauen, dass man das schon kann. Das Wiki also vernetzt Informationen miteinander, innerhalb des Wikis selbst und auch nach außen. Und das ist ein großer Vorteil insofern, weil man sagt von der Hirnforschung her, dass es tatsächlich sehr viel gehirngerechter ist über Hypertext, also ich sag mal wilde Verlinkungen, Verknüpfungen zu schaffen, Informationsverknüpfungen, als über stringente Texte, wie man es jetzt im Printbereich hat. Eine Schwierigkeit am Wiki ist, dass es eine unglaubliche Überinformation ist. Also dadurch, dass jeder, die Vorteile des Wikis sind gleichzeitig auch die Nachteile. Jeder kann mitmachen, jeder kann was reinstellen, jeder kann sich kundtun und äußern. Es ist eine unglaubliche Informationsflut und sich daran zurechtzufinden, ist wahnsinnig schwer. Und so kommt es halt, ja, gerade für die Neuen ist es wirklich, wirklich schwer. Also es fängt schon damit an, dass es oft die Informationsflut so groß ist, dass auf der Startseite schon gar nicht mehr gesehen wird, dass es da verschiedene Bereiche gibt, über die man sich erstmal informieren kann. Und es gibt im Wiki auch sehr, sehr viele doppelte Infos. Das heißt, man fängt an zu arbeiten, erarbeitet sich was und stellt fest, dass irgendjemand schon das Gleiche in grün gemacht hat. Also es geht sehr viel Arbeitszeit verloren und damit auch sehr viel Potenzial, was in andere Sachen hätte gesteckt werden können, weil so viel schon da ist und man es erstmal einfach nicht findet. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass es nicht auf den ersten Blick einsehbar ist, was jetzt an Informationen aktuell ist und was nicht. Man hat natürlich Möglichkeiten, sich das anzuschauen, aber man sieht es einfach nicht auf den ersten Blick und das ist einfach sehr unpraktisch, gerade für Neue, die sich noch nicht so auskennen. Die wollen dann vielleicht eine AG beitreten, da hat aber niemand auf dieser AG-Seite angezeigt, dass diese AG nicht mehr aktiv ist. Man geht dann zum angegebenen Zeit, zum angegebenen Ort und steht dann dort alleine. Genau, insgesamt hat sich halt gezeigt, also wer jetzt mit den ganzen Tools sich besser auskennen möchte, der findet ganz viele Tutorials im Wiki, also es sind eigentlich Kurzvideos, die einem zeigen, wie man mit den Tools umgeht. Im Kontakt aber mit vielen Neuen hat sich gezeigt, dass die das gar nicht so unbedingt wollen, sondern dass da der persönliche Kontakt erstmal wichtiger wäre. Also es ist schwierig, Neue direkt auf die Tools zu verweisen, die brauchen oft eine persönliche Einführung. Und also diese Transparenz ist Vorteil und Nachteil zugleich im Wiki. Auch diese Dezentralität, die bei den Piraten ja sehr wichtig ist, dass jeder selbstbestimmt was tun kann, ist ein großer Vorteil, ist gleichzeitig aber auch Nachteil. Und da wäre auch mal die Frage zu stellen, ob das Wiki, das ist glaube ich unersetzlich im Moment in der Piratenpartei, aber gleichzeitig auch wirklich nicht das Praktischste unbedingt. Also was könnte man da tun, um dieses Tool zu verbessern? Und was mich persönlich dann immer am meisten ärgert, ist, wenn so viel vertane Zeit da ist, weil Informationen doppelt und dreifach erarbeitet werden. Wenn was Unterschiedliches rauskommt, super, wenn es selber rauskommt, dann hätte man sich das wirklich sparen können. Genau, über das Wiki kann man sich vor allem informieren.
über die Partei, über einzelne Personen. Und dann ist das nächste Tool das Pad. Das Pad ist so eine Art Notizblock der Piratenpartei. Das kann man sich vorstellen wie ein Word-Dokument, allerdings sehr viel praktischer, weil das hat man nicht auf dem eigenen Rechner, sondern es steht im Netz. Und es kann jeder, der will, der diese Netzadresse kennt, reinschreiben und das auch gleichzeitig. Also ich habe schon so daran gearbeitet, dass ich einen Text lektoriert habe und immer weiter runtergewandert bin im Text und der Autor des Textes hat dann oben die Korrekturen übernommen, angenommen oder abgelehnt. Das heißt, man kann sehr viel Zeit sparen. Man hat rechts in diesem Dokument auch eine Chatfunktion, wo man kurz Rücksprachen halten kann. Genau, das erlaubt also orts- und zeitunabhängiges Arbeiten. Es erlaubt auch Vernetzung, weil man natürlich Links setzen kann in dem Pad und sich daraus heraus vernetzen kann. Ich kann dort einen anonymen Namen eingeben, beziehungsweise einen Namen, unter dem mich nicht identifizieren kann. Es ist basisdemokratisch, weil jeder mitmachen kann. Es ist so halbtransparent. Also eine Wiki-Seite kann ich über Google finden, ein Pad kann ich nicht über Google finden. Da muss ich die Adresse kennen oder die im Wiki herausfinden oder irgendwo einen Link finden. Außerdem habe ich im Pad die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht, dass dieses Pad öffentlich ist. Das heißt, ich habe theoretisch als Arbeitsgruppe die Möglichkeit, dieses Pad zu nutzen, Informationen zu erarbeiten und sie der Basis unter den anderen Piraten und der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung zu stellen. Die Intransparenz ist teilweise ganz sinnvoll. Also die Piraten haben ja auch nie die totale Transparenz gefordert. Beispielsweise sind die Pressepads der Piratenpartei in der Regel geschlossen. Es gibt einen großen Streit darum, was jetzt besser ist, das Wiki oder das Pad, weil man in beiden eben Informationen erarbeiten kann und transparent machen kann. Für mich hat sich gezeigt, dass viele Altpiraten das Wiki besser finden, weil es einfach mehr Funktionen zulässt und öffentlicher ist. Und die Neupiraten bevorzugen meist das Pad aus dem einfachen Grund, dass es einfacher in der Anwendung ist. Genau. Das ist also das Pad, das dient auch sicherlich dem Meinungsaustausch, aber in erster Linie zum Informieren. Das heißt, wenn man sich über eine Arbeitsgruppe informieren will, ist es gut möglich, dass sie ganz viele Pads haben und man da schon mal nachlesen kann, was die so erarbeitet haben. Ein drittes Tool, um sich zu informieren, sind die Mailinglisten. Der Gedanke dahinter ist, man schreibt eine Mail und hat viele Empfänger. Anders als man das sonst kennt, wenn man selber die Empfänger einträgt bei einer Mail, weiß man in der Regel nicht, wer mitliest bei dieser Mailingliste. Das heißt, es funktioniert so, ich habe eine Internetadresse, wo man sich anmelden kann für diese Mailingliste, da schreibe ich mich drauf und wer da alles draufsteht, ist nicht öffentlich einsehbar. Man kann auch hier die Anonymität wahren, indem man eben eine entsprechende E-Mail-Adresse wählt, unter der man nicht identifizierbar ist, die also den eigenen Namen nicht preisgibt. Die Mailinglisten werden nicht ausschließlich, aber vor allem dafür gebraucht, um Informationen zu verbreiten, wann welche Veranstaltung stattfindet, wo Plakate geklebt werden müssen und alles, was sich so rund um die Partei dreht. In der Regel hat auch jede AG ihre eigene Mailingliste, über die sie sich abstimmt und Informationen verbreitet, was das Arbeiten ungemein erleichtert und eben auch transparent macht, weil jeder, der möchte, mitlesen kann. Inwieweit dann diese Mailingliste für die AG-Arbeit genutzt wird, ist von AG zu AG ganz unterschiedlich. Da gibt es wie bei allen Tools keine Vorgaben. Wenn man eine kleine AG ist, wie wir das bei der AG-Basisarbeit oft sind, kann man auch Projektvorschläge drüber schicken und sich darüber austauschen. Bei größeren AGs, wo viele Leute mitarbeiten, funktioniert das ganz sicher nicht mehr, weil dann der ganze Mailverkehr uferlos und unübersichtlich wird. Da wäre es dann besser, sowas im Pad zu machen oder im Wiki. Es gibt auch sogenannte Diskussions-Mailinglisten, da sind wir dann schon eher im Bereich 2, Diskutieren, Meinungsaustausch. Die sind extra nur zum Diskutieren da. Und ein Beispiel dafür, wie man Tools nach Bedarf abändern kann, ist die Münchner Mailingliste, über die eigentlich Informationen verbreitet werden sollten, zu denen es dann aber immer wieder zu Diskussionen kam, die das eigene Postfach geflutet haben und teilweise auch sehr schön unschön zu mitverfolgen waren, bis dann eben eingestellt wurde, dass
wer direkt auf einen Mailinglisteneintrag antwortet, umgeleitet wird auf eine Diskussionsmailingliste, dass man also die eigentliche Mailingliste diskussionsfrei hält und damit nur noch Informationen rübergehen können. Insgesamt ist meiner Meinung nach so eine Mailingliste zum Diskutieren aber meistens sehr ungeeignet, weil so Diskussionen sehr uferlos werden. Also man kann eigentlich das bis ins Endlose treiben zu diskutieren. Man kann sich sehr gut missverstehen, auch absichtlich. Und leider ist es auch so, dass es vielen sehr leicht fällt, hinterm Bildschirm zu sitzen und besonders persönlich zu werden und unsachlich. Und in der direkten Diskussion miteinander sind dann die Leute, die sich auch so unflätig benommen haben, auf der Mailingliste plötzlich ganz nett. Also das Diskutieren klappt entweder übers Telefon oder aber vor Ort einfach am besten. Dann ein weiterer Informationskanal für die Piraten und für sehr viele Piraten sehr wichtig ist Twitter. Ich kenne sogar eine Piratin, die neu dazu kam und letztendlich den Zugang zur Partei über Twitter gefunden hat, weil sie gemerkt hat, dass dort die ganzen Piraten aktiv sind und unterwegs sind und das ein super Tool ist, um sich mit anderen zu vernetzen. Ich bezeichne Twitter immer als Flurfunk der Piratenpartei, weil man da eigentlich all das mitbekommt, was man auch im Flurfunk im Büro mitbekommt. Das heißt, man kriegt Zwischenmenschliches mit, wer kann mit wem ganz gut und wer nicht. Man hört Gerüchte, man gehört neueste Informationen und man erfährt eigentlich alles zuerst auf Twitter. Also es ist sowohl ein sehr ein Informationstool, aber auch ein sehr soziales Tool. Also man erfährt auch viel, je nachdem, was die Leute so preisgeben, persönlich von ihnen. Die Piraten nutzen Twitter auch anders. Zum Beispiel waren das die Innenpiraten, die 2012 im Sommer aus der Stadtratssitzung heraus getwittert haben, um die Leute zu informieren. Oder der Wahlkampf 2012, meine ich, war das auch in Nordrhein-Westfalen, hat auch über Twitter ganz gut funktioniert, dass sie dort aufgerufen haben, dass man Wahlkampf-Claims bitte einschicken soll, und zwar verlinkt zu einem Pad. Und innerhalb von Minuten sind die Claims reingerattert, über die dann später die Basis abstimmen konnte. Also man kann so ganz gut die Kreativität von vielen Personen anzapfen, aber eben in Verbund mit einem anderen Tool noch. Twitter selbst ist auch ungeeignet für Diskussionen. Wir haben das mal in der AG-Basisarbeit als ideales Mobbing-Tool bezeichnet, weil es unglaublich leicht ist, auf 140 Zeichen zu schimpfen, unkonstruktiv zu sein, unsachlich zu sein. Es ist aber sehr schwierig, auf 140 Zeichen zu beschwichtigen und konstruktiv, tiefgründig zu diskutieren. Das funktioniert eigentlich nicht darüber. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass auf Twitter nur gehört wird, wer viele Follower hat, und die muss man sich erstmal erarbeiten. Das heißt, man müsste eigentlich, entweder man ist prominent oder aber man ist ständig aktiv, und das ist ein Tool, was sehr, sehr zeitraubend ist. Anderen Neuen fällt der Zugang schwer, weil es eine bestimmte Twitter-Sprache gibt, seien es die Hashtags oder die Abkürzungen. Also man kann nicht daherkommen wie beim Stammtisch, setz dich hin oder hier und Flurfunk und alles ist klar, sondern man muss ein paar Besonderheiten beachten. Und auch das ist, denke ich, nicht besonders schwer, aber auch da ist erstmal die Hürde da, sich mit dem Ganzen anzufreunden. Genau, das sind also vor allem die Tools, die die Piraten brauchen zum Informieren. Um zu diskutieren und für den Meinungsaustausch, für die Meinungsfindung, hatten wir eben schon gesagt, gibt es die Diskussionsmailinglisten, meines Erachtens aber dennoch nicht unbedingt die idealsten Tools dafür sind. Dann gibt es noch Mumble. Das ist eine Software, die man sich ausnahmsweise mal auf den eigenen Computer laden muss, um sie benutzen zu können. Alles andere findet über einen Browser statt. Und Mumble ist eigentlich wie eine große Telefonkonferenz, bloß dass man am besten ein Headset dafür braucht, die man eben in den Computer steckt. Und ein Unterschied, wie man das sonst auch kennt, zur Telefonkonferenz, ist, dass man verschiedene Konferenzräume hat. Das heißt, man ist dann dieser Software Mumble und sieht, da gibt es verschiedene Räume, in denen verschiedene andere Piraten drin sind, und je nachdem, wo man dazugehört oder dazugehören möchte, kann man eben diesen Raum betreten und mit diesen Personen dort sprechen. Das nutzen viele Arbeitsgemeinschaften, die eben nicht gemeinsam vor Ort sitzen, also Bundesarbeitsgemeinschaften beispielsweise, die über die Republik verteilt sind und dann hier eben ihre Themen erarbeiten oder sich über neueste Sachen austauschen, AG-Arbeit betreiben eben. Der Bundesvorstand benutzt das genauso, um miteinander zu arbeiten. Oft sind diese Sitzungen vom Bundesvorstand auch einhörbar für alle.
sodass jeder, der möchte, gucken kann, was dort eben besprochen wird. Dann hat Bernd Schlömer immer eine Sprechstunde gehabt, bestimmter Tag, bestimmter Ort, konnte man eben diesen Konferenzraum in Mumble betreten und sich mit ihm unterhalten, wenn man das wollte. Und es gibt auch eine Art Stammtisch da, also man kann eigentlich jeden Tag auf Mumble gehen, da ist immer was los und wird Leute treffen, entweder um über bestimmte spezifische Themen zu reden oder aber um ganz allgemein, wie man es auch auf dem Stammtisch macht, sich auszutauschen. Auch Mumble funktioniert oft in Verbindung mit anderen Tools, mit Pets oft, das heißt, man erarbeitet etwas gemeinsam in der AG und gleichzeitig hat man ein Pad offen, über das man dann Protokoll schreibt oder Sonstiges tut. Twitter und Wiki sind auch oft im gleichzeitigen Gebrauch mit Mumble eben. Das war also das, das Mumble. Das nächste Tool ist die Antragsfabrik. Um genau zu sein, befindet sich die Antragsfabrik im Wiki, die gibt es vor Parteitagen. Und wie der Name Fabrik schon sagt, geht es dann darum, dass hier etwas eingebracht wird, was in anderer Form wieder herauskommt. Und, oder vor allem am besten in fertiger Form. Das heißt, wer einen Antrag einbringen möchte auf einem Parteitag, kann diesen erstmal in die Antragsfabrik stellen und das kann jeder machen, dafür muss man kein Mitglied sein und gucken, wie kommt mein Antrag überhaupt an bei der Basis. Und auch Positionspapiere kann man ebenso einstellen. Man kann sich Feedback einholen, man kann schauen, wer wären überhaupt die Unterstützer dafür, wer wäre dagegen, welche Argumente gibt es dagegen. Und der Gedanke dahinter ist, dass die Leute mit Hilfe der Meinung von vielen eben den Antrag so ausarbeiten können, dass er dann auch wirklich Erfolg haben wird. Und möglichst auch die Meinung vieler vorher gehört werden. Oder eben, dass die Person feststellt, okay, das funktioniert so überhaupt gar nicht, ich werde den Antrag erst gar nicht einbringen. Das ist also auch ein Diskussions-, Meinungsaustausch-, Meinungsfindungstool. Ganz ähnlich wie Liquid Feedback und Pirate Feedback funktioniert eigentlich, sieht völlig anders aus, funktioniert aber recht ähnlich oder hat einen ähnlichen Sinn, dass man einfach ein Feedback bekommt auf seine eigenen Ideen, auf seine Antragsideen und sich eben mit anderen Leuten vernetzt, Informationen einholt und sich dann vielleicht sieht, okay, Antrag gefällt mir überhaupt nicht, ich erstelle einen konkurrierenden Antrag oder da gibt es einen ähnlichen Antrag, ich schließe mich mit der Person zusammen oder mit den Personen. Es geht also darum, möglichst im Vorfeld der Entscheidung so mit anderen zu diskutieren, dass was wirklich Gutes bei rauskommt. Und der Gedanke dahinter ist immer, dass je mehr den Antrag durchdenken, desto besser er wird. Also sehr erfolgreich in München ist die AG 60 Plus mit ihrem Rententhema, die sehr aktiv sind und diese Tools auch sehr intensiv nutzen. Also die sagen, dass halt ohne Antragsfabrik, Liquid Feedback oder was auch immer, ihre Anträge nicht so gut geworden wären, wie sie sind, weil dieses Feedback einfach unglaublich wichtig ist. Liquid Feedback und Pirate Feedback auch, dazu gleich noch eine kurze Anmerkung, sind dann aber nur für Parteimitglieder offen. Das heißt, man bekommt irgendwann einen sogenannten Zugangscode und kann sich dann eben dort anmelden. Liquid Feedback ist ja in der Kritik in der Piratenpartei, weil bestimmte Werte eben nicht beachtet werden. Und ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass die Stimmengleichheit nicht gegeben ist, weil die Stimmen im Liquid Feedback delegiert werden können, Pirate Feedback auch, und dadurch ist sogenannte, bei Liquid Feedback vor allem Superdelegierte geben kann, die so viele Stimmen auf sich vereinen, dass sie theoretisch eine Abstimmung ganz alleine für sich entscheiden können. Es gibt also eine ganz große Machtansammlung bei wenigen Personen. Und ebenso fraglich ist, so wie ich das verstanden habe, auch der Datenschutz, was das betrifft. Und Piraten heißt es dann grundsätzlich, oder viele Piraten lehnen Wahlcomputer beispielsweise ab, weil sie sagen, die Manipulationsmöglichkeiten sind einfach zu groß, ohne dass man herausfinden kann, als Laie, dass da manipuliert wurde. Und es wäre ein Irrsinn, gegen Wahlcomputer zu sein und gleichzeitig für Liquid Feedback zu sein. Wie uneins man sich da in der Partei ist, zeigt sich auch daran, dass Liquid Feedback in Berlin schon sehr weit fortgeschritten ist und
im September letzten Jahres dann eben in Berlin Liquid Feedback auch für verbindliche Entscheide genutzt wurde seitdem und kurz vorher erst die bayerischen Piraten ihre Form von Liquid Feedback, das Pirate Feedback, eingebracht haben. Genau, und entschieden, das ist jetzt der dritte Punkt, wird vor allem natürlich auf den Parteitagen. So ist es bisher und deswegen sind wir ja auch da, um eben zu schauen, wie es da weitergehen kann. Ja, das sind die Piratentools, wie es sie bisher gibt. Und das war soweit mein Vortrag. Habt ihr noch Fragen? Anmerkungen zum Wiki und Pack. Ja, okay. Nochmal. Also Wiki, ja gut, Informationspool, aber ich nutze es eigentlich auch weniger, um dort Informationen zu suchen. Mhm. Weil da bin ich genauso verloren wie okay. Da findet man nichts. Ne? Ja. Aber zum Dokumentieren benutze ich es. Okay. Ne? Wenn ich also, ja, und da kann es natürlich sein, dass andere auch schon mal was dokumentiert ja. hat. Ne? Oder andere das dann suchen. Also ich meine, dokumentiert ja eigentlich schon, damit auch andere es finden können. Ja gut. Also, das ist da. Ja, also ich nutze es als ja, ein Medium, wo ich Informationen reinstellen kann, die ich dann an andere entsprechend präsentieren kann über einen Link. Ja, also okay, nicht, okay, also ja. ist nicht mein Anliegen, das da reinzustellen, dass es jeder findet, sondern ich benutze es eben als mein Informationspool, wo ich das reinstelle, was ich für mich an andere weitergeben möchte. Okay, ja. Und Wiki und Pad, also das Pad sehe ich so als Medium, wo man schnell irgendwas entwickeln kann, gemeinsam auch. Und wenn es dann fertig ist, als Informationen dann ins Wiki übertragen. Genau, das ist, ja. Ich glaube, wie ich die beiden Tools miteinander kombiniere. Ja, genau. Das, ja. So haben wir das dann irgendwann auch gemacht. Also als Neupiraten haben wir dann vor allem mit dem Pad gearbeitet. Genau, und dann kamen die alten Piraten und haben gesagt, Wiki, Wiki. Und dann haben wir muss nicht übertragen. Sein, ist klar. Aber, ja, es ist schon, also ich verstehe schon, warum. Man findet es nicht so gut. Nee, das finde ich ja. Also ich verstehe schon. Liquid Feedback noch eine kleine Anmerkung. Großes Diskussionsthema ist auch die geheime Wahl. Ne? Mit Liquid Feedback nicht möglich. Ja. Definitiv nicht, ja. weil es technisch nicht realisierbar ist. Gute Anmerkung. Und deswegen auch, unter anderem haben ja keine Nichtmitglieder Zugang, ne? Und damit man nicht sehen kann, wer wie abstimmt innerhalb der Piratenpartei von außerhalb. Nee, Mitglieder sollen nicht abstimmen dürfen über Parteiangelegenheiten. Das ist eigentlich der einzige Grund. Also nicht mit, was hat gesagt, Nichtmitglieder sollen nicht über Parteiangelegenheiten mit abstimmen dürfen. So habe ich das verstanden. Ja, und auch genau das und auch der, aber auch, dass man eben nicht unbedingt von außerhalb einsehen kann, ja wie innerhalb der Partei abgestimmt wird. Das ist ein Widerspruch, weil die Leute, die sagen, alles soll transparent sein, Es ist genau, haben wir diese Sachen jetzt auch nicht ganz öffentlich. Wir könnten ja auch das Ding so einstellen, es gibt glaube ich auch so einen Modus, dass man eben auch von außen sehen kann, wer eben für was gestimmt hat. Das ist kein Moment ja nicht. Ja. Okay. Nee, ich fand es super, diese Darstellung, die Tools, wenn also, sagen wir mal, Dinge verletzt werden, die den Grundwerten der Piraten widersprechen, dass diese Tools ganz schwer anerkannt werden. Ja. Also diese Darstellung fand ich sehr gut und hat mir auch sehr geholfen, das ein bisschen noch zu verstehen. Ja, das ist kannst tatsächlich zeigen, bitte. Die Werte, ne? Ja, diese, die Blasen gerade. Ja, noch die Erklärung dadurch, das ne? dass man die Werte hat und dass die Tools, die das erfüllen, dass die anerkannt sind und die anderen große Probleme haben. Ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Das muss uns wichtig. Okay. Ja, genau. Und den Link schickst du mir dann. Okay, genau, damit du es auch findest. Ich brauche meine meisten Anmerkungen über aufgeschriebene Diskussionen nachher, weil wir damit mit den Vorträgen besser durchkommen. Das fand ich auch sehr gut. Und Pad und Wiki sind für mich auch zwei verschiedene Dinge. Pad ist zum Erarbeiten, weil man da schneller gemeinsam arbeitet. Das Wiki ist zum Festhalten. Okay, Menschen. Ja, gut. Ja. Prima. Okay. Gut. Was ist denn das für eine moderne Technik? Thomas, der Adapter. Wow. Strom. Strom.
einen Signaleingang. Muss man bei euch mit dem Signal? Thomas, kannst du mir da kurz helfen, bitte? Ja, dein Rechner, der muss ein Signal liefern. Also, ich habe schon das HDMI eingestellt. Wahrscheinlich musst du hier am Monitor erkennen machen. Bei dem. Ja. Ich wusste nur von alleine. Anscheinend hat er ihn schon erkannt. Vielleicht. Das muss synchronisieren oder so machen. Okay, jetzt zeigt er was an. Jetzt fehlt nur noch die Native und das ist diese Auflösung. So, er versucht dann zwei Bildschirme zu machen, oder wie? Ich glaube, du musst diese Bildschirme synchronisieren, das sind sie ja jetzt. Das Keyboard versucht vielleicht dann doch wieder die nicht zu synchronisieren. Ich mal das hier anschauen. Du kannst bei Keyboard einstellen, dass er nur einen Schirm nutzt. Das ist offensichtlich, macht er jetzt zwei Bildschirme auf. Können wir es nicht so einstellen, dass... Okay. Ansicht. Ich denke mal über Einstellung. Bildschirmpräsentation. Bei erweitert. Erweitert. Über Ansicht. Also irgendwo muss man einstellen können, wie er das präsentiert, dass er nicht zwei Bildschirme aufmacht. Warum machen wir es nicht so, dass es mit zwei geht? Was? Dann, achso, warte mal hier. Nee, synchronisieren wir jetzt. Das war mal ja vorher. Verschiebt halt das eigene Fenster dahin. Die drei würde ich jetzt nehmen.
wieso kommt er denn auf den Intruser 600? Was möchtest du denn präsentieren? Eine Präsentation, eine PowerPoint-Präsentation. Man könnte einfach einen anderen Rechner nehmen. Das ist kreativ, aber... Ist da PowerPoint drauf? Ich hätte auch einen Rechner, wo vielleicht sogar PowerPoint drauf ist. Ja, dann kann ich das schnell schicken. Aber das ist ja... Wir müssen noch hinkriegen, dass wir... Versuchen wir es mal so. Also ist da schon was da, also haben wir nicht gleich. Doch, doch, doch. Ach so, das ist schon. Ach so, okay. Aber dann verschwindet er, gell? Ja. Toll. Es gibt ja noch die Option, dass man, glaube ich, die... Nee, das glaube ich nicht. Hier. Mal hier, individuelle Fenster. Okay. Passt wohl auch so. Wenn es dann noch voll groß macht. So ist es halt im Fernsehen. Ja. Okay. Also ich erlaube mich einfach hinzusetzen, ja? Ist das in Ordnung? Für das Team ein bisschen blöd, aber sonst ja. Ja, es geht ja um Team, nicht um Köpfe. Ja, gut davon. Achso, dann musst du das Mikro dahinter stellen. Achso. Oder du setzt dich vorne hin. Ja, dann sehen wir. Hast du jemanden? Okay. Gut. Hört man mich? Ja, hier im Raum schon. Ja, ist überhaupt jemand da draußen? Über die Teilnehmerzahl? Ja, ja. Gut. Dann fange ich an? Ja. Gut. Also danke Thomas für das Organisieren. Das was du präsentiert hast, gibt einen klaren Überblick, wo man mit dem Basisentscheid hinkommen möchte und wo man schon ist. Sehr spannend. Und vielen Dank auch an die Katrin, die hat uns einen guten Überblick gegeben, was für Tools wir haben. Und ich habe im Vorfeld mit Thomas gesprochen, also was ich eigentlich präsentiere, passt nicht ganz rein, weil ich es ein bisschen weiter fasse. Und da habe ich meine Argumente gebracht, aber Thomas hat gesagt, nee, das passt rein, ich soll es präsentieren. Ich habe jetzt der Präsentation den Titel gegeben, Feed Voting, und dahinter steckt auch eine technische Lösung, die genau das, was die Katrin präsentiert hat, zusammenbringt, dass wir verschiedene technische Lösungen haben und wie wir trotzdem dann einen Überblick bekommen. Und ich will einfach mit einer Frage anfangen. Wer ist hier freiwillig? Wie freiwillig? Hier? Ja, gut. Ja. Alle sind freiwillig hier. Das heißt, ihr habt selbst entschieden, hier zu sein. Das nennt man Feed Voting. Man stimmt mit den Füßen ab. Und ich hatte am Montag habe ich einen Open Space moderiert und das war sehr spannend. Da gibt es nämlich auch das Gesetz der zwei Füße. Und es besteht darin, dass man
die Gruppe mit seiner Anwesenheit ehren soll, wenn man nichts beitragen kann oder nichts lernen kann, dann soll man gehen. Und zwar dahin, was einen interessiert. Und man soll das machen, wo die Energie da ist, wo eine Passion da ist, wo man einen positiven Beitrag leisten kann. Und dieses Meeting war super, weil wirklich keiner irgendwie aus Pflichtgefühl irgendwas gemacht hat, sondern nur das gemacht hat, was ihn interessiert hat. Und das finde ich einen guten Ansatz und das will ich mal ein bisschen weiter verfolgen. In der Hinsicht, geht es jetzt? Es geht es nicht. So ein Computer irgendwie, ne? Ja. Ja, oder einfach, weil davor an den Rand, vielleicht reicht es ja schon. Ist die Zuschauer sind übrigens auch freiwillig dabei. Also, kannst du die. Ne? Achso. Oder Sensor ist die Frage. So. Gut. Feedvoting. Die haben eine Struktur. Da kann man Mitglied werden und kann sich der Struktur anpassen, wenn es einem gefällt. Oder man kann Feedvoting betreiben und geht in eine Partei wie diese Piratenpartei. Wir sind gerade dabei, uns eigene Struktur zu geben. Und die Leute, die da sind, die sind da, weil sie mit den Füßen abgestimmt haben und sagen, da mache ich mit. Ein Beispiel für Feedvoting. Man kann in einer Firma sein, die haben auch ihren Arbeitsvertrag und ihre Ziele und ihre Visionen. Und da kann man mitmachen. Oder man nimmt die beiden Füße in die Hand und sagt, nein, da mache ich nicht mit. Und geht zu einer Firma eigener Wahl. Feedvoting. Das ist, was wirklich passiert da draußen. Die Leute gehen dahin, wo sie sehen, da hat jemand einen Mehrwert und halt, hauen halt da ab, wo sie sagen, das ist scheiße. Und das können wir auch auf den Staat, United States of America, in mehrere Staaten, und sagt, okay, das gefällt mir nicht mehr, ich gehe jetzt Feedvoting. Und kann man ihn dann fragen, worum geht man? Und das ist auch Tatsache. Viele Leute in Afrika kommen nach Europa, weil sie mit den Verhältnissen da nicht mehr zufrieden sind. Viele Ingenieure von Spanien kommen jetzt nach Deutschland. Ich war jetzt 17 Jahre in Spanien und komme nach Deutschland, weil hier einfach bessere Situationen sind. Das heißt, es wird mit den Füßen abgestimmt. Und wie ist es mit der Welt? Wenn die Welt einem nicht mehr passt, gibt es entweder die Möglichkeit, man wird Astronaut oder man muss sich mal überlegen, bleiben oder gehen? Sorgt man dafür, dass es auf der Welt besser wird oder haut man einfach ab? Und ich habe mich entschieden, auf der Welt zu bleiben. Ist noch jemand, der gerne auf der Welt bleiben möchte? Einer, zwei, drei, vier. Zwei Astronauten haben wir hier, cool. Ich kenne keine Alternative, das ist das Problem. Ja. Und deswegen die Frage, die ich mir schon seit Jahren gestellt habe, seit über 5 Jahren ist die in meinem Kopf und beschäftigt damit, wie muss man die lokale Expertise, was ist das? Ich bin davon überzeugt, jeder weiß am besten selbst, wie es ihm geht. Du weißt am besten, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Thomas weiß am besten, wie er sich fühlt. Katrin weiß am besten, wie sie sich fühlt. Und die Frage ist, wie man diese lokale Expertise so miteinander vernetzt oder welche Struktur brauchen wir, dass das Optimum für die Gesellschaft rauskommt oder für ein Team oder für eine Firma oder eine Partei. Und darum geht's. Ich habe so ein kleines Video, das wird mir wahrscheinlich... Hier ist jemand umgebracht worden und ich stelle euch die Frage, findet heraus, wer da umgebracht worden ist. Geht das jetzt? Ja. Mal gucken, was rausfindet. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts
at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. So, wer war der Mörder? Der Gärtner. Also ich habe... Items ordered in interroom just north end. Was war das? Okay, hat es eigentlich gesagt, das war die Frau hier, aber es geht noch mal eine andere Sache. Jetzt geht es nämlich weiter, was da eigentlich alles passiert ist. Ist jemand noch was aufgefallen? Irgendwas anderes aufgefallen? Das ist die entscheidende Frage. Ist jemand noch was aufgefallen bei dem Video? Ja, der schöne Akzent. Okay. Sonst noch was? Dass sie alle ein Blendinstrument in der Hand halten, ist offensichtlich. Okay. Und der Herr in der Rüstung da hinten ist auch noch vor mir. Okay. Sonst noch was? Da liegt eine Uhr. Ja, das war auch der Punkt, wo das pünktlich in die Zeit geschehen muss. Ach. Ich habe mich auf den Akzent konzentriert. Ja, konzentriert, das ist ein wichtiges Wort, ja. Also, jetzt kommt die Auflösung. How observant were you? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Okay. So ein Gorilla-Video ist das, ja. So ein Gorilla-Video, ja. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass unsere Verarbeitungskapazität einfach limitiert ist. Wenn wir die Welt als Herausforderung haben, haben wir auf der einen Seite die lokale Expertise mit ihrer limitierter Verarbeitungskapazität. Um da eine Idee dazu haben, um da eine Größenordnung zu bekommen haben, habe ich mal geforscht. Und es ist ja, wird immer gerne dieses Bild von diesem Eisberg verwendet, wo man sagt, die Spitze des Eisbergs ist unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hat eine Verarbeitungskapazität von 40 Bits pro Sekunde. Wenn man das auf Schacks umrechnet, ist es ungefähr ein Satz pro Sekunde, die wir verarbeiten können, vom Bewusstsein her. Und dann sagen wir ja, viel größer ist das Unterbewusstsein, es hat 11 Millionen Bits pro Sekunde. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, im Vergleich, wo wir uns eigentlich befinden, das Meer, das Datenmeer, in dem wir uns bewegen. Und das ist 1,8 Zettabyte Datenmenge im Internet. Und um dies zu verarbeiten mit bewusst, brauchen wir mehr als 100 Mal so lang wieder vom Urknall bis zum heute. 100 Mal so lang vom Urknall bis zu heute brauchen wir, um diese Information zu verarbeiten. Und damit ist klar, dass wir da eine absolute Überforderung haben, was du auch gesagt hast, die eigentlich das Thema ist, wie wir mit dieser Informationsflut umgehen. Aber was offen ist, ist der Riesenraum über uns, die Atmosphäre, das Weltall, das unendliche Universum, das ist der Raum der Möglichkeit, dass wir es gestalten können. Deswegen sind wir da, weil wir diesen Möglichkeitsraum so gestalten wollen, dass es dass ein größeres, besseres Optimum für die Gesellschaft rauskommt, wie wir es zurzeit haben. Und darum geht's. Und kennt jemand das Pirate Wheel? Wer kennt das? Vom Urgründer, Urvater der Piratenpartei, der hat dieses Diagramm gemacht, wo links die Grundprinzipien sind und wie sich welche Konklusionen rauskommen und was für eine Politik sich dadurch ableitet. Es ist sehr interessant. Ich will aber jetzt nochmal eine Sache rausnehmen. Resilience ist die Widerstandsfähigkeit. Warum nehme ich die raus? Weil
die einzige Möglichkeit oder die wichtigste Möglichkeit, wie wir eigentlich unsere Welt designen sollte, aus meiner Perspektive ist, alles zu verhindern, dass es kein Too Big to Fail gibt. Warum? Weil ich glaube, keiner hat den Überblick in der Welt zu sagen oder zu entscheiden, was der richtige Weg ist für alle. Deswegen brauchen wir wirklich dezentralen Ansatz, redundante Systeme, parallele Systeme, weil wenn irgendwo was kaputt geht, darf nicht sein, dass die ganze Welt dann irgendwie vor die Hunde geht, sondern dass wir wirklich ein stabiles System schaffen mit Widerstandskraft, Resilience, wo Fehler möglich sind, ohne dass größeren Schaden besteht oder passiert. Und da kann man jetzt viel sagen, was da ist, und ich will das einfach jetzt ganz stark jetzt reduzieren, einfach auf die Anwendung vom Internet und wieder ganz klar reduziert das Problem im Internet mit Gatekeeper. Gatekeeper gibt es, das ist das Internet, wenn man sich anguckt, das ist die Information, die da fließt, dann sieht man immer diese Sternchen, die da sind. Das sind, kann Facebook sein, das kann Twitter sein. Die Informationen aus verschiedenen Plattformen, die Karin gesagt hat, über diese Kanäle zusammenbringt, wenn man was sucht, nimmt man Google her und hat da einen Gatekeeper, wo bestimmte Sachen einfach nicht gefunden werden, weil die zensiert sind. Bestimmte Sachen findet man nicht über Google, weil sie zensiert sind. Genauso über Twitter bin ich schon mal zensiert worden. Und ich bin auch über Facebook schon zensiert worden. Das heißt, die verschiedenen Informationsinseln, die wir haben, was ein dezentraler Ansatz ist, was in dem Sinne erstmal positiv ist, wird aber dadurch praktisch zensiert, dass die überhaupt nicht zueinander finden oder bestimmte Informationen, die ich suche, gar nicht zu mir gelangen. Und das ist halt aus der Perspektive für die Meinungsbildung eine Sache, die nicht akzeptierbar ist, weil man dadurch bewusst das Meinungsbild auch im Internet beeinflussen kann. Und ja, was jetzt auch sehr aktuell ist, God the Father is watching us all and everywhere, ist, dass natürlich Google, Apple, Twitter, Facebook natürlich eine direkte Anbindung auch zur National Security Agency hat. Und das ist auch nicht die Idee, was wir über Privatheit der Daten haben, ist auch nicht so die Idee, die wir haben. Also da kann man noch viel mehr Ideen finden. Und vor allem das Entscheidende ist, dass die Werte, die dann diesen Überblick haben und auch diese Gate kontrollieren können und auch Zugang zu den Daten haben, die können natürlich ihre Werte dann auch dementsprechend auf andere Leute auf den Augen gedruckt. Das ist eine Machtfrage, und Obama hat auch mal gesagt, dass ein Hacker, der das amerikanische System irgendwie hackt, ein Staatsfeind ist, und unter Staatsfeinde ist es erlaubt, auch Drohnen zu schicken, was er ja schon gemacht hat, und das finde ich erschreckend. Gut, Meinungsbildung muss zensurfrei sein, und damit bin ich etwas anders wie bei einem Entscheidungssystem. Entscheidungssystem ist klar, wie tut man die Machtstrukturen innerhalb einer Gruppe, wo ich mit frei dabei bin, voted by feed, feed voting. Und bei der Meinungsfindung ist es ganz wichtig, dass wir diesen dezentralen Ansatz haben, wo jeder mitmachen kann. Und die Frage ist, wie wir die verschiedenen Informationen aus den verschiedenen Bereichen so zusammenbekommen, wo wir die limitierte Kapazität für jeden Einzelnen so optimal nutzen, dass trotzdem irgendwas Gescheites rauskommt. Das ist die große Herausforderung. Und das ist auch das Ziel von Wiki 9999, die Entwicklung der Technologie, wo man dezentrale Diskussionen auch in verschiedenen Sprachen über ein gemeinsames Thema zusammenführt. Gibt es soweit Fragen dazu oder Anmerkungen? Eine zu eben, Edward Snowden ist nicht gegangen, weil es ihm nicht in den USA gefällt. Er ist gegangen, weil er seinem Land am besten helfen kann, indem er woanders ist und da redet. Mhm. Auf anderer Grund. Gut, ich habe gemerkt, wo ich das gesagt habe, war ein Grummeln in der Gruppe. Danke, dass du es thematisiert hast. Was ich auch damit sagen wollte, es gibt ab einem bestimmten Bereich, hat man nicht mehr die freie Wahl zu gehen. Es gibt einen Bereich, bei den Freunden kann ich noch wählen, hier in Deutschland eine Partei kann ich wählen. Beim Staat geht es mal los, bei bestimmten Staaten kann man einreisen, in Europa kein Problem. Bei anderen Staaten geht es nicht, bei anderen muss man gehen, weil man politisch nicht gewünscht ist. Und deswegen ging das dann rüber auch auf die Welt, da kann man auch nicht gehen. Das heißt, es war bewusst so eine
so eine Spannung aufgebaut. Es gibt Bereiche, wo wir Feed-Voting machen können und in anderen Bereichen können wir nicht gehen. Deswegen müssen wir doch miteinander reden. Und ja, gute Bemerkung, danke. Ja. Feed-Voting, wenn ich da Gruppen habe, die sagen, du darfst dazukommen, das ist ein Problem, die zu wechseln. Ich kann aber nicht jeden aufnehmen, der dazukommen will. Ja. Und eine Gruppe, die einen rausgeschmissen hat, einen wieder haben will, ist auch ein bisschen schwierig. Ja, ist richtig. Ist richtig. Tatsache ist, dass was wir sehen, was passiert, es entstehen Gruppen, einfach auch der Tatsache, dass wir 24 Stunden haben und wir haben eine beschränkte Aufmerksamkeit und so 40 Bits und es kommt auf uns an, wo wir diese Aufmerksamkeit hinrichten. So sind wir verantwortlich, wo wir mit unseren Füßen hingehen können, aber es gibt auch Gruppen, die sagen, okay, dich wollen wir nicht haben und deswegen gibt es auch den Konflikt, dass man in bestimmten Gruppen nicht reinkommt. Das ist richtig, ja. Ja. Gut. Noch? Oder es gibt auch noch den Konflikt, dass es vielleicht zu viele Möglichkeiten gibt, die anscheinend gleich gut erscheinen und man sich unsicher ist, in welche man Zeit investieren soll. Mhm. Und also eigentlich ist es, je mehr Alternativen man hat, umso schwieriger wird es. Das heißt, häufig sind Leute froh, wenn sie vielleicht nur zwei Alternativen haben. Mhm. Am Ende ist das, was passiert, was du am Ende mit deinen Füßen praktisch entschieden hast. Egal wie Wahlmöglichkeiten hast, egal wie verzweifelt du bist in der Entscheidungsfindung, am Ende, was du jeden Moment machst, ist eigentlich eine Entscheidung. Auch bewusst, wenn du dich nicht entschieden hast, ist auch eine Entscheidung. Das heißt, das, was passiert, ist, kann man schon sagen, das gruppiert sich in einer gewissen Form. Und ist das auch von der die Kommunikation, die passiert, die ist da. Das nennt man auch ein soziales System. Die Kommunikation, die zwischen Leuten passiert. Und die ist vorhanden. Wenn die nicht da ist, dann ist es nicht da. Das heißt, egal was wir machen, es entsteht Gruppierungen. Und die richtige Frage ist, wo möchte ich meine Zeit einsetzen? Wo möchte ich mit meinen zwei Füßen hingehen? Diese Wahlfreiheit. Ja, man hat eben also dann auch die Wahlfreiheit, mit einem Fuß im einen und mit einem Fuß im anderen sein, kein richtig drin zu sein. Das heißt, dass man nicht volles Commitment sozusagen hat. Und wenn sehr viele Leute sich dazu gezwungen fühlen, dass sie nur eine halbe Lösung wählen müssen, dann kann keine Lösung richtig aufblühen. Also das ist. Das, was passiert, ist die Wahl. Wie gut oder wie schlecht sie auch ist, aus welcher Perspektive auch immer. Aber ist klar, dass man nicht mit allen reden kann, dass man nicht überall sein kann, sondern man muss irgendwo eine Wahl treffen. Und das ist dann schon, was ich praktisch mit Feed-Voting meine, dass man sich damit entschieden hat, wo man seine Energie, seine Aufmerksamkeit reinbringt, mit ihren Problemen. Gut. Hier, der Hintergrund ist, wir haben praktisch verschiedene Informationsquellen, verschiedene Tools. Da habe ich mal die AGs, den Bundesverband, den Landesverband, Wiki, die PPI, Crews, Blogs und wir kommunizieren eigentlich oder wir vernetzen diese Sachen dann über die Suchen über Google, Beziehungsverlinkungen über Facebook, Hashtag-Verlinkungen über Twitter. Und wie gesagt, dann haben wir auch die Probleme mit den Gatekeeper und ihren eigenen Philosophie und Politik. Also Twitter kann je nach Nation und Vorgaben einer Regierung dementsprechend zensieren. Also das ist Tatsache. Und ja, da brauche ich glaube ich nicht weiter eingehen, es ist klar, dass das passiert. Und dafür wollen wir jetzt eine Alternative finden. Und zwar ist einfach eine direkte Verlinkung, dass wir einfach solche Zwischenprovider, diese Gatekeeper nicht brauchen, sondern dass wir es schaffen, direkt zu verlinken. Dann ist die Frage, wie man das hinkriegt, ist, indem man eine Themenverlinkung macht. Und das ist eine Alternative zu der Beziehungsverlinkung oder der Suche oder was war das noch, das andere, über Hashtag-Verlinkung. Sondern dass man sagt, man bildet ein Thema und zu dem Thema verbindet man sich und zwar dezentral. Wie soll das aussehen? In der Form haben wir da auch Feed-Voting, wo man dann sagen kann, ich bin nicht gezwungen, über Facebook jetzt mit meinen Freunden zu kommunizieren oder ich bin nicht gezwungen, über Twitter meine Thema zu bearbeiten, sondern dass man nicht und dann da praktisch rausgeschmissen wird, wie wir gesagt haben, man kann nicht überall freilich hingehen, sondern dass man sagt, okay, man hat eine freie Wahl der Tool. Und die Tools
teilen sich ihre Informationen und verlinken sich Informationen, und zwar themenorientiert. Und in der Form kann ich dann entscheiden, mit welchem Tool ich beim irgendwelchem Thema teilnehmen möchte. Das führt zu mehr Transparenz, weil auf der einen Seite, es gibt viele Vorteile, auf der einen Seite jede eigene Philosophie in diesem Tool hat eine eigene Struktur und die kann man sich dann unterwerfen oder nicht unterwerfen. Aber man hat die freie Wahl, welcher Struktur, welchem Tool man sich unterwirft. Und auf der anderen Seite entsteht in diesen Werkzeugen auch eine Position zu dem Thema und das ist eine Verdichtung aus deren Perspektive. Weil die Perspektive der Bild zu einem Thema ist eine andere wie von der Frankfurter Allgemeinen und ist wieder eine andere Perspektive vielleicht wie von der Piratenpartei. Und es ist interessant, diese Verdichtung zu haben, wenn Leute zusammenarbeiten und ihre Position formulieren, weil es eine höhere Qualität der Information ist. Und Transparenz entsteht nur dann, wenn ich verschiedene Quellen miteinander vergleichen kann und sicherstellen, dass alle Quellen dieselben Rohdaten haben, dass da keine Zensur stattfindet. Das heißt, dieses System ist so aufgebaut, dass alle öffentlichen Daten von allen gleichwertig zugegangen werden kann und jeder Plattform kann ihre eigene Politik, wie sie diese Information verdichtet, umsetzen und deren Ergebnis präsentieren. Und man hat dann über diesen Themenverlinkung, kann man sagen, okay, das ist die Meinung von der Frankfurter Allgemeine, das ist die Meinung von der Bild, das ist die Meinung von der Piratenpartei, vielleicht von der PPI, und hat da direkt einen direkten Vergleich und dadurch entsteht Transparenz, indem man verschiedene Perspektiven zu einem Thema hat. Und gleichzeitig besteht auch der Machtmissbrauch, wird da praktisch unterbunden, weil es keine Gatekeeper gibt, beziehungsweise man trifft sich alle auf derselben Augenhöhe. Fragen dazu? Erstens, den Unterschied zwischen Teamverlinkung und Beziehungsverlinkung ist mir klar, aber Teamverlinkung und Hashtagverlinkung, da sehe ich nicht den großen Unterschied. Das Hashtag ist eine Kurzfassung eines Themas, zur Kennzeichnung eines Themas. Ja. Da hat es niemals den Unterschied verstanden. Zweitens, die Rohdaten nicht zensiert. Ganz kurz, entweder schreiben wir auf oder du gleich antworten. Gut, ich kann auch alles aufschreiben und dann nachher durchschreiben. Nee, ich meine direkt, weil wenn du mehrere Fragen stellst, dann habe ich Overflow. Oder ich tue jede Frage einzeln beantworten. Okay. Hashtag, ja, Hashtag ist auch ein Element. Themen ist in dem Sinne der Überbegriff, kann man als Hashtag bezeichnen, ja. Deswegen ist die Parallelität da. Was das dann bedeutet, ist in der technischen Umsetzung, sieht man dann. Also Hashtag ist für mich dann noch eine weitere Spezifizierung zu einem Thema. Und das Thema ist praktisch so der Übergriff, dass man sagt, dazu entsteht die Verlinkung. Okay, also kommst du im Detail noch darauf zu sprechen, was da der Unterschied ist? Im Prinzip kann man sagen, es ist sehr ähnlich, nur dass man einem bestimmten Hashtag eine besondere Qualität zuschreibt und sagt, das ist jetzt ein Thema-Hashtag. Mhm. Und damit hat es eine etwas höhere Wertigkeit, wobei Hashtag in dem Sinne Schlagwörter auch ein Bestandteil ist. Der Punkt Rohdaten und Zensur weil auch durch die Vielfalt nicht alle auf alle Rohdaten Zugriff haben, ohne dass sie zensiert sind. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, es gibt unterschiedliche Orte, Aufmerksamkeit etc. Jeder hat seine eigenen Zugänge zu Rohdaten und sie sind also von vornherein, a priori, sind sie unterschiedlich, die man hat. Ja, ja. Und deshalb ist die Auswahl von vornherein schon verschieden. Ja. Je mehr Leute aber ihre Rohdaten zusammen teilen und dann einen gemeinsamen Pool bilden, desto besser ist dann die Rechtlichkeit gesorgt, dass wir dieselben Rohdaten haben. Und das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Das schon, aber gut. Es muss nicht sein, es kommt von alleine schon, dass es unterschiedlich ist. Ja, und das ist eine Möglichkeit, wie man dagegen steuern kann, dass es besser wird. Ja? Gut. Ein Praxisbeispiel, damit man eine Idee hat, wie das ungefähr funktioniert. Die PPI ist ja eine Plattform und das ist auch eine Art Bottleneck, weil die Leute, die da sind, können sagen, was da drauf ist, aber vielleicht kann ja irgendwie Argentinien eine andere Meinung haben, was da drauf sein soll oder Deutschland oder wer auch immer. Da ist derjenige, der dieses administriert, hat eine gewisse Hochmacht, also eine Macht davon zu bestimmen, was auf dieser Webseite steht. Und genau diese
strukturelle Macht, die wollten wir, oder ist gerade wichtig in der Meinungsfindung, dass die nicht gegeben ist, sondern dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Und wie kann das aussehen? Indem man sagt, immer eine Plattformlösung, die dezentralisiert ist. Und es schaut so aus, Themen, das ist das, der große Themen-Hashtag, alle Themen, die im ganzen Netzwerk von Wiki 9999 stattfindet, sind hier aufgelistet und die kann man dann einfach filtern nach irgendwelchen Kriterien, wie man haben möchte. Und damit ist sichergestellt, dass alle Themen, die irgendwo jemand besprochen haben, auch auf allen Webseiten, die es haben wollen, auch dementsprechend entsteht. Und dann kann man praktisch in die Diskussion reingehen. Das bedeutet, in der Deutschen Piratenpartei-Webseite, alles was da passiert, wird auch dem Wiki 9999 dezentralen Netzwerk zur Verfügung gestellt und kann auch die Daten von allen anderen Piraten-Webseiten benutzen, wie in Argentinien oder Schweden oder was auch immer. Und das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel andere Player wie United Nations sich auch einklicken kann, weil sie auf dieselben Informationsströme zurückgreifen können und auch ihre eigene Idee mit einbringen kann. Das heißt, die Idee ist wirklich, die Möglichkeit zu eröffnen, dass jeder in diesem dezentralen Netzwerk die Informationen nutzen kann und auch seinen Senf dazugeben kann zu einem Thema, themenorientiert. Gut. Wie soll das ungefähr funktionieren? Also einmal, dass man die Themenliste hat, die kann man einfach filtern und ordnen nach den Kriterien, wie man es für richtig hält und nach der Politik der jeweiligen Plattform. Weil es kann ja sein, dass United Nations ganz andere Sachen auf ihrer Webseite anbieten kann, wie die Piratenpartei. Da können die ihre strukturelle Gewalt auch umsetzen und Admin ist einfach Gott auf ihrer Plattform. Aber dadurch, dass es verschiedene Plattformen gibt, die im Wettbewerb stehen, kann man Transparenz dadurch erzeugen, dass man verschiedene Plattformen anguckt. Und dann kann man in die Diskussion gehen, filtern und ordnen, auch wieder nach der Politik der jeweiligen Plattform, weil es wird viel Spam dabei sein, es wird viel Mist dabei sein. Deswegen ist es gewünscht, dass die Qualität der Filtern und der Vorauswahl von der Plattform optimiert wird für ihre Enduser. Aber wie gesagt, dadurch ist mehrere Herangehensweisen, wird die Transparenz gewahrt. Und man kann auch von seiner eigenen Webseite dann in diesem globalen Netzwerk dann auch seine Kommentare geben. Und das kann man, also die Idee ist, als zum Anfang, man kann diese Informationsstrom einfach selbst anbinden in die Webseite, beziehungsweise man kann ein fertiges Programm von Drupal einfach über ein E-Frame in seine eigene Webseite einbinden. Und dann ist man mit der Grundstruktur dabei. Technische Umsetzung. Als erstmal eine Frage bisher. Also muss noch jetzt Fragen kommen. Nein? Keine Fragen? Also, wie soll das technisch umgesetzt werden? Also, da steht wieder diese eine Topic-ID. Das soll praktisch der Kit sein, wo die Leute ihre Beiträge zu einem Thema miteinander verbinden. Und RDFA-Tagging. Das RDFA-Tagging ist, wer kennt das? Ich kenne es nicht. RDF kennt man aber. RDF. Ja. Das sind diese unsichtbaren Etiketten, die gescannt. Nee, ist es auch nicht. Das ist RFID, ja. RFID ist das Source Description Format, das in der selben Metadaten verwendet wurde. Genau, genau. Das heißt, kurz erklären, also normalerweise ist das, was man als HTML-Code bezeichnet, ist für Browser programmiert, damit es dann schön angezeigt wird. Und dieses RDF sind praktisch weitere Tags, die diesen HTML-Code mit einer Meta-Sprache verseht, dass es zu einer Datenbank wird. Das heißt, die Datenbank, die man gemeinsam teilt, hat jeder das, was er anzeigt, stellt er den anderen zur Verfügung. Das nur ein Link vorher war, wird als Tag oder als Hashtag kann es bezeichnet werden. Was ein Autor ist, er wird bezeichnet, was ein Titel bezeichnet, wird dann praktisch dargestellt. Und Drupal hat das praktisch default-mäßig on board. Das heißt, wenn man Drupal installiert und es aktiviert, hat man diese Bezeichnung der Inhalte schon einfach dabei. Und damit hat man, der mitmacht, hat das, was er zeigt, als eine Datenstruktur bereitgestellt. Das heißt, egal was er macht in seiner Webseite, kann von Scroller,
gescrollt werden und von anderen benutzt werden. Er kann es in dem Anschlag, wo wir jetzt gerade sind, dass wir es als RDF-Feed zur Verfügung stellen, wo diese Datenstruktur drin ist. Das heißt, jeder, der einfach einen RDF-Feed in seine Webseite einbinden möchte, kann diese Informationen von diesem wiki9999.org-Netzwerk benutzen. Verstanden? Habe ich mich erklärt? Also ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Weil mir eigentlich auch schon die Grundkenntnisse von dem RDFA fehlt und auch von Drupal. Okay, ein RSS-Feed ist klar, was das ist. Ja, das ist eine Nachricht, die mir geschickt wird und die ich auf dem Bildschirm sehe, die entweder oben vorbeiläuft oder auf dem Bildschirm hier aufgelistet wird. Genau. Und du hast eine Webseite, Karin hat eine Webseite, Katrin hat eine Webseite, Thomas hat eine Webseite und die schreiben zu einem Thema was. Und das Einzige, was sie beachten müssen, ist einfach, dass sie die Metadaten, wie man einen Titel beschreibt, wie man die Thema beschreibt, dass sie diese so beschreiben, dass wenn jemand anders die Information von ihnen zieht, dass die Informationen von verschiedenen Seiten miteinander benutzbar sind. Und damit braucht man keinen zentralen Server mehr, wo alles durchläuft. Man braucht nichts mehr Zentrales, sondern Katrin kann mit Thomas direkt Informationen austauschen. Katrin kann mit mir direkt Informationen austauschen. Und damit man merkt, dass die eine Beziehung haben, diese Informationen, sind die durch diese Tags, RDFA-Tags bezeichnet. Und deswegen weiß Katrin, wann ich was über Thema, sag mir ein Thema, politische Willensbildung sage. Und genauso, wenn Thomas was über politische Willensbildung sagt von 10 Beiträgen, genau dieser Beitrag wird dann zu diesem Thema zugeordnet. Und dann, dann können die zusammengeführt werden. Und der entscheidende Punkt ist, dass es keine zentrale Distanz ist, die ein Gatekeeper wird, sondern es geht alles dezentral. Mhm. Und das ist für mich die wichtigste Voraussetzung für Meinungsbildung, dass keiner die Macht hat, die zu zensieren. Jeder hat in seiner Plattform die Macht, die zu zensieren, wie es er haben möchte, aber jeder Benutzer hat das Recht, der zwei Füße dahin zu gehen, wo er denkt, da findet er die Information gut aufbereitet. Wir brauchen eine Aufbereitung von Informationen, weil nicht jeder kann zu einem Thema alles durchlesen. Deswegen mag ich eine gute Aufbereitung von der Katrin, deswegen gehe ich auf ihren Blog, weil sie die Sachen gut zusammenfasst. Aber ich gehe nicht zum Thomas, weil der sehr komische Einsichten hat, zum Beispiel. Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen noch bekannten Weblinks und dieser ADFA-Geschichte? Also ADFA ist jetzt nur eine Lösung, die man schnell umsetzen kann. Okay. Die Idee ist, dass wenn einmal diese Metadaten, also diese Struktur von den Metadaten, wie die bezeichnet werden, die ist vorhanden und wer da mitmachen möchte, kann seine eigenen Daten in der eigenen Technologie einfach mit ihnen bezeichnen und damit kann man sicherstellen, dass die Reichweite von seiner Information größer wird, weil er weiß, andere Leute benutzen es auch und auf der anderen Seite hat er den Mehrwert, dass er die Daten von anderen Leuten gleich mitbenutzen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich eine gute, ich nehme eine kleine Geschichte, AG Meinungsfindungstool. Am Anfang hat gesagt, ich weiß, wie es geht und der andere sagt, ich weiß, wie es geht. Und jeder hat gewusst, wie man ein Meinungsfindungstool sein muss und programmieren muss. Und was kam es? Es kam zum sozialen Dilemma. Jeder hat gemeint, was der andere macht, ist nicht so gut und meins ist besser. Man ist nicht vorwärts gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen ein System schaffen, wo wir jetzt nicht Entscheidungen treffen, aber dafür sorgen, dass wir in Zukunft die richtige Lösung benutzen. Das heißt, wir haben ein selbstlernendes System geschaffen in der Form, dass wir die Struktur schaffen, dass wir das in Zukunft das Richtige machen. Wie geht das? Wir haben gesagt, wir wissen nicht, welche Plattform die richtige ist, deswegen soll jeder die Chance haben, seine Plattform zu testen, auszuprobieren. Und damit der Lernprozess schneller geht, haben wir gesagt, wollen wir die Verlustkosten reduzieren. Und die reduzieren wir dadurch, indem, wenn eine Plattform untergeht, dass auch nicht seine Benutzer untergehen und auch die Daten untergehen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir wollen ein System machen, und das ist im Stand von der AG Meinungsfindung zu, wo sie dran arbeiten, das ein Framework schafft, wo jeder, der mitmachen möchte, mit seiner Plattform
seine Ideen einbringen kann und aber trotzdem gleiche Basis an Daten benutzen kann. Und damit, wenn jetzt Facebook zum Beispiel mitmachen würde, könnten wir auf einmal alle Daten von Facebook haben und könnte als Kleiner kann jetzt sagen, okay, ich nehme die Daten her und benutze das und habe vielleicht eine bessere Lösung dafür. Umgekehrt, wenn jetzt Facebook untergehen würde, dann wären die Daten nicht weg, weil sie praktisch in diesem Netzwerk von verschiedenen Plattformen ist. Fragen? Zu viele, erzähl weiter. Nee, es ist, frag. Also erstmal, die Daten gehen nicht unter, heißt das, dass jeder von jedem eine Kopie macht? Ja. Okay. Ja, nee. Alle Daten sind dann öffentlich quasi, die da drin stecken. Es sind nur die öffentlich, die jemand öffentlich machen möchte, weil jeder Herrscher seiner eigenen Plattform ist und was privat ist, bleibt auf seiner Plattform privat. Okay, aber das öffentlich wird dann automatisch rüberkopiert zu allen, die an der Geschichte teilnehmen. Die das ziehen wollen, ja. Okay. Wie ist es, wenn im Prinzip das gleiche Thema zweimal gestartet wird, weil die Leute so im Grunde nicht voneinander wussten und dann eigentlich mehr sehen, dass es das gleiche ist und es zusammenführen wollen? Also das ein Thema wird gestartet, die hat eine eindeutige ID und man sollte sich dann, ja, wenn dann ein zweites selbe Thema ist und die sollen zusammengeführt werden, ist ein interessanter Fall. Oder macht man ein drittes auf, was beide dann vereint, was dann die zwei veraltet sozusagen, die... Also die, im Grundsatz, genau, das war das Thema. First post, first serves. Also wer der Erste praktisch postet, ist derjenige, der dann dieses Thema hat. Und wenn man merkt, dass jemand nachpostet, der hat die Möglichkeit, das dann auf die neue, also die erste Idee, ID umzuschwenken. Also Sachverhalten, das ist so, dass sie immer sehr viele Themen abdecken. Also man hat immer irgendwas Finanzielles dabei und irgendwelche Auswirkungen. Und wenn ich jetzt nach einem Thema suche, kann ich verschiedene Zugänge dazu haben, die mich zu dem Thema führen. Mhm. Und auch wenn ich jetzt Beiträge dazu schreibe, entfernen sich manchmal vom Ursprungsbeitrag in eine Richtung. Der eine geht halt ins Finanzielle, der andere mehr ins so sozialpolitisch, was auch immer. Und es gibt also eine große, immer schon Überlappung zwischen verschiedenen Themengebieten. Inwiefern kann dann dieses System dem gerecht werden? Zum einen auch also über die verschiedenen Zugänge, als auch durch die, als das Auseinanderdriften dieser Diskussionen. Also das, was passiert, ist passiert. Ganz einfach. Und was den Benutzer für sinnvoll halten, das machen sie. Und da kann man nichts dran ändern und ist auch gut so. Der Punkt ist, dass wenn man ein Thema hat, wird verdichtet von einer Plattform, wie es für richtig hält. Und das Einzige, was man kann, dass man bestimmte Sachen gegenüberstellen kann. Wenn sich das jetzt was verästelt und jemand findet es richtig, kann da neue Sachen entstehen. Also das ist ganz relaxed. Also es wird nicht irgendwie, es ist praktisch eine Evolution, wird da losgetreten, wo man sagt, da entwickelt sich was. Also ganz wichtig ist, warum gibt es überhaupt Twitter? Twitter gibt es deswegen, weil es ein Bottleneck bildet, damit Kommunikation wahrscheinlicher wird. Also man unterwirft sich dem Gesetz, nur 140 Zeichen zu twittern, irgendwelchen Leuten zu folgen oder man wird verfolgt und hat Hashtag. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Das hat doch nichts mit Freiheit zu tun. Weil das Internet könnte ich ja direkt mit den ganzen Leuten kommunizieren. Aber Twitter gibt es trotzdem, weil es... Kommunikation wahrscheinlicher macht und es wird dadurch wahrscheinlicher, indem man Komplexität reduziert. Das heißt, wir brauchen eine Rahmenbedingung und die Frage ist, welche Rahmenbedingungen müssen wir setzen, um bestimmte Werte zu respektieren, die wir haben und um bestimmte Ergebnisse wahrscheinlicher zu machen. Und das ist ein Ansatz, wo ich sage, okay, ich brauche Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen ist, die sollen dezentral sein, die sollen nicht durch irgendeine Distanz, durch Macht irgendwie gestoppt werden. Das heißt, wenn Wiki 9999 mal läuft, kann die niemand mehr stoppen.
Und deine Frage war nochmal, sag's nochmal. Wenn mehrere zusammenkommen zum selben Thema? Ja, das ist ein, also das ist eben, dass ein Thema nie auf ein eigentliches Thema beschränkt ist, sondern es, also, es gibt immer Überlappungen zwischen Themen. Mhm. Und Beiträge sind halt Gewichte zu sagen, die gehören eher zu einem Thema und weniger zum anderen, aber nie nur zum einem Thema. Gut, das heißt, ich schaffe eine Reduktion der Komplexität, dass ich sage, okay, das ist ein Thema und dazu sollen die Leute was posten. Wenn die merken, dieses Thema passt auch jetzt noch zu einem anderen Thema, dann können die ein Copy auch zum anderen Thema weiter diskutieren. Aber das ist bewusst, dass man sagt, okay, wenn ich wirklich eine Reduktion der Information haben will, eine sinnvolle Reduktion der Information und ich möchte die wahrscheinlicher machen, dann heißt es, mein Vorschlag ist, es themenorientiert zu machen. Ein Thema und dazu kann ich posten. Wenn sich das verastelt oder neue Themen steht, macht man ein neues Thema auf. Funktioniert das so? Also da würde ich echt nochmal nachhaken, ob das so in der Praxis funktioniert, weil das ist ja eigentlich das gleiche System auch wie beim Forum. Dass man ein Thema, ein Thread vorgibt und die Leute posten dazu. Aber in der Praxis ist es ja so, dass es wirklich nicht funktioniert. Mhm. Dass das, wie Thomas eben sagte, dass die Themen dann plötzlich einen anderen Schwerpunkt bekommen, sich verästeln oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass man die Menschen dazu erziehen kann, beim Thema zu bleiben. Das ist, glaube ich... Wenn das schon Dinge, die erst bereits gemacht worden. Mhm. Und der Punkt, den ich bei dir verstanden habe, ist, dass das auch gar nicht stimmt. Wir haben nicht zu einem Thema ein Posting, sondern fast jedes Posting hat mehrere Themen zugleich. Mhm. Und dieses auf ein Thema reduzieren, das schafft die Probleme. Also ob es eine Möglichkeit gibt, die Themen gleichzeitig so als Netzwerk, nicht als ein Thread, als ein Faden aufzuziehen. Aber zwei Antworten. Erstmal zum Forum. Ein gutes Forum zeichnet durch eine gute Moderation aus. Wenn es gut moderiert ist, dann hat es eine bessere Qualität als ein Forum, was nicht moderiert ist. Die Moderation findet in den jeweiligen Plattformen statt. Das heißt, dieses chaotische wird es geben und ist auch bewusst da, damit keiner die Moderation aller Daten irgendwie vornimmt und damit die Diskussion beeinflusst, sondern jeder hat die Rohdaten, die sehr viel Mist dabei haben. Aber die Politik und die Philosophie der Moderation jeder Plattform ist jedem offen. Deswegen entsteht dadurch Qualität durch die Moderation. Qualität durch Gatekeeping? Ja, der Punkt ist, die Gatekeeping ist immer auf einer Plattform. Nachdem wir aber 100 verschiedene Plattformen haben, kann ich mir aussuchen, welche Art von Filter, welche Art von Gatekeeping für meine Aufmerksamkeitsspanne, die ich habe, die sinnvolle ist. Und Transparenz entsteht dadurch, dass ich sage, ich gucke 3, 4 oder 5 im Vergleich an. Aber nochmal, also richtig beantwortet ist die Frage nicht mit der Moderation, denn wenn ich jetzt ein Thema aufmache, beispielsweise im Forum und sage, okay, Thema politische Willensbildung und wir merken dann aber, es kommen irgendwie noch völlig andere Themen mit rein zu diesem gleichen Feld, dann wäre es teilweise von der Moderation her sehr ungeschickt, das zu unterbinden und zu sagen, hier macht ein neues Thema auf, denn diese Themen sind ja oft so komplex und ineinander verschachtelt, dass diese verschiedenen Themen, die mit drin stecken, notwendig sind oder auch das, was vorgedacht wurde, um zu diesem neuen Thema zu kommen, einfach notwendig ist, um es zu verstehen. Das heißt, so eine Aufsplittung, ob durch Moderation oder durch andere Art von komplexen Themen in Unterthemen, ist oftmals hinderlich, um zur Lösung zu kommen. Also Feed Voting ist meine Antwort. Jeder macht das, was er für richtig hält. Das heißt, wenn ich was poste zu einem Thema, ist es meine Entscheidung. Und damit bin ich in diesen Rohdaten drin. Damit ist keine Zensur und nichts drin, sondern jeder macht das, was er für richtig hält, zu welchem Thema. Die Qualität der Beiträge entsteht dadurch, dass eine Plattform eine gewisse Politik hat und auch Filter benutzt, um diese Informationen zu verdichten. Und diese Verdichtung, diese Qualität, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, da entsteht dann ein Wettbewerb. Man kann praktisch bestimmte Art von Moderation und Filter der allgemeinen Wiki 9999 Gemeinschaft zur Verfügung stellen und kann die verbessern. Das heißt, es entsteht ein Evolutionsprozess von Filtern, und von die man ansetzen kann, damit eine bessere Qualität aus den Rohdaten rauskommt. Und da wird es ganz verschiedene Ansätze geben, weil jeder von uns hat ein eigenes Weltbild und jede Gruppe hat ihr eigenes Weltbild, und deswegen filtert jeder, nachdem er eine limitierte Verarbeitungsgeschwindigkeit, auch die Information nach ihrem eigenen Weltbild und verdichtet es auch in dieser Form. Deswegen, auf der einen Seite wollen wir Überblick Informationen haben, auf der anderen Seite wollen wir Freiheit haben. Die entsteht dadurch, die Freiheit, jeder kriegt dieselben Rohdaten, jeder, der meint, er muss irgendwas dazu sagen, kann das.
Und die Qualität und den Überblick entsteht durch die Moderation und Verdichtung der jeweiligen einzelnen Plattformen. Und das ist, was auch heutzutage schon passiert. Eine bestimmte Zeitung, die mir recht ist, verdichtet die Informationen, die meistens bei den Zeitungen auf dem gleichen Niveau ist, anders wie eine Zeitung, die links steht. Und dieses Konzept übertragen aufs Internet, dass jeder, der einen Blog hat, da mitmachen kann und jeder den gleichen Zugang zu Informationen hat, ist der Wiki 9099 Ansatz. Es gibt absolute Freiheit in der Wahl der Tools. Es kann nicht zensiert werden und es steht eine höhere Qualität an Informationen durch die Verdichtung, lokalen Verdichtung. Und das Ziel ist einfach, dass wir dadurch schneller lernen, welche Art von Plattform angenommen wird und von den Benutzern benutzt wird und tun damit uns der Entscheidung entziehen, was das richtige Werkzeug für alle sind. Sondern man lässt es dem freien evolutionären Lauf. Fragen? Erstmal nicht. Das war schon die Zusammenfassung, glaube ich. Ja. Also der Stand ist, ich habe da mal auch einen Code gemacht, der nicht brauchbar ist, wo ich gemerkt habe, ich komme an eine Grenze, wo ich professionelle Unterstützung brauche. Die Leute habe ich auch gefunden, die das machen würden. Und es ist reine Geldfrage, dass die Leute auch dementsprechend bezahlt werden. Deswegen ist das zurzeit, in dem Sinne, das Projekt an sich ist Standby. Nichtsdestotrotz diese Grundidee, dass man ein Framework hat, wo sich verschiedene Plattformen einklinken kann, wird von der AG Meinungsfindungstool verfolgt und auch umgesetzt. Wobei da noch das, so wie ich mitgegangen habe, das Problem ist, dass dieses Framework zentral ist. Und mein Ansatz ist, dass dieses Framework, solange es zentral ist, auch ein Gatekeeper-Problem sein wird. Und der Ansatz ist wirklich, dass dieses Framework dezentral ist, indem man diese Meta Sprache über RDFA bildet und umsetzt. Fragen? Gut. Gut. Danke. So, machen wir weiter. Genau, machen wir jetzt die Pause. Ich denke, wir machen weiter. Okay. So, durch und dann kommt frei diskutieren. Von wo aus? Von vorne oder egal? Mindestens bis ans Ende des Tisches. Ans Mikro? Entweder ans Mikro oder eben. Ich finde es gut, wenn du für die meisten dich VGA, das alte VGA, ne? VGA. Haben wir ja nicht, dann muss ich meinen Konverter holen. Okay. Lokal an die vorbeigekommen bin. Wie ich das sogar nicht mein Fall.
Teil schon fertig, also nicht wegen der Finanzen, sondern. Der Pizza-Lieferant nebenan, wo wir 30% Rabatt kriegen. Ja, bringst du deinen Teller hin, dann kriegst du eine Pizza auf den Teller, weil ich hier drin die Pizzakartons verboten habe. Sonst haben wir dann irgendwann einen Stab in der Klausel. Deshalb haben wir den Teller und eine Spülmaschine. Aber das ist immer das Signal, dass wir dann noch 30% kriegen. Aber der hat Samstag nur jetzt beschlossen. Aber es ist nicht so schlimm, weil die sind eh sehr fraglich im Schlafen. Okay. Ja, also ich esse auch einen Käse, weil ich denke, und dann merkt man, also Käse kann ja schön nach dem Schmerz verdecken und dann merkt man, wie es das Käse schmeckt. Das ist nicht so. Also was hast du jetzt mal den gegessen? Ich habe einmal einen gegessen. Das war mal bei diesem Vortrag, die wir zum parlamentarischen Arbeit hatten. Und dann haben sie da drüben ein neues Mädchen. Ah, okay. Was willst du denn präsentieren? Hast du nur PDF oder? Die Präsentation ist das OpenOffice. OpenOffice, das hat glaube ich jeder von uns. Ja. Und der Beamer kann sogar auch so. Der Beamer kann direkt OpenOffice. Ich meine schon, PDFs und PowerPoint kann ja OpenOffice nicht. Ja, ich gucke mal. Wenn es nicht auf Anhieb geht, dann nehmen wir mal einen Stick, aber ich habe jetzt nicht falsch. Aber wir haben hier genug Computer da. Können wir das schon passen. Wir können selbst den Screen nicht dafür wählen. Also du meinst, die Pizzas hier dann ist die Missbar. Du zahlst für die Pizza 4 Euro. Ja. Und die Pizza 4 Euro. Ja. Wie groß ist die? Also ein Pizzateller voll. Das ist noch nicht hier. 4 Euro? Ja. Das ist ein Piratenpreis. Ja, sehr gerne. Also mit Margrethe, oder? Richtig. 4 Euro für? Und mit 4 Belegen. Nee. Daher der Geschmack. Das ist kein Katalog, das ist kein Talkäse dann, ne? 1 Euro pro Belag oder auch ohne Belag. Also wenn ich einen 5. Belag nehme, ich werde dann so lassen wir. Wer ist gegen PS? Ich bin Pizza. Finde ich doch verlockend. Also du musst irgendwo erwarten, bis sie da sind. Weil diese sehr liberal in den Öffnungszeiten geworden sind nach dem neuen Management. Okay, ja, zwei Schuhe. Ich habe jetzt eingesteckt, haben wir ein VGA-Kabel. Was genau brauchst du noch? VGA-Kabel. Ich merke, das kann man eben, dass ich heute irgendwann mal eine Pause brauche. Ja, so 6 Meter hätte ich da. Ja, 3 Meter reichen, ne? Thomas. Wollen wir die Pizza bestellen jetzt? Ja, wir haben das noch eins. Wer will denn nicht? Oder was geht auf der Kino? Es gibt natürlich schon noch andere, in denen man da hingehen kann, ja. Für 4 Euro, das kennst du die? Ja, für 4 Euro wohl nicht. Getränke. Man kann die Pizza hier essen und nachher dann was trinken geben. Den Bereich dazu. Ja. Aber beides. Dann gibt es eine Liste von Pizzen, die Sie haben. Da hängen irgendwie Zettel von allen möglichen Pizzen, die ihr da dagegen. Warte, Frage: Gibt es irgendwelche Kunden in den? Welche Banken? Sparanalysen. Sparanalysen? Genossenschaften sind auch voll. Ja, Sparanalysen ist ein bisschen drauf. Ja, okay. Aber du hast die Frage: Welche Bank? Wollte ein bisschen was machen. Ja, das muss zu einem ziehen auf der drüben. Die Kreuzung ist die Sparkasse. Ja. Sparer, Deutsche Bank ist in die Richtung. Volks- und Raiffeisen ist, glaube ich, noch direkt in der Nähe. Ist ja auch Kreuzung, das hat mein Hobby gezeigt. Ich habe da geschrieben, weil ich habe es mal nachgedacht. Also, Fragen mir noch so einfallen. Da sind wir ja schon. Wie heißt denn die Pizza hier? Sparer, das ist ja. Wieder, man muss es machen. Aber wir auch nicht.
Ich habe im Moment ein Problem, ich habe zwei Bildschirme hier, ne? Ja, ist doch schön. Aber ich kriege es nur hier auf dem dargestellt. Nee, also du musst es in deinem OpenOffice musst du es einstellen, dass du zwei Bildschirme hast. Und das ist dann total genial, weil du dann hier deine Notizen hast, dann hier. Ja. Aber das musst du. Weißt du, wo es geht? Mit der Einstellung OpenOffice? Beim OpenOffice weiß ich jetzt nicht genau, also das ist aber eine Einstellungssache, sonst musst du dem halt sagen, dass du dein Bildschirm duplizierst und nicht anhängst. Aber sonst, so, du hast ihn jetzt hier angehängt, ja. Du musst es halt nur duplizieren. Auf, ne? Den wollte ich, der ist an und den will ich ausschalten. Nee, ausschalten willst du ihn gar nicht. Das ist eigentlich nur duplizieren. Wo ist duplizieren? Jetzt weiß ich nicht, was du mit deiner Distribution ja, eben. Same image on all monitors. Dann ja. Also. Da war schon. Jetzt müsste das ja hier anzeigen, wenn ich jetzt hier close klicke. Ne? Ja, ich apply klicken sollen. Ja, genau, apply hätte ich das, glaube ich. Ja, versuchen wir es nochmal. Vielleicht hat die Idee. Welche Größe ist die richtige? Mittel. Ja, auch die Mittel. Boah, komm, mach was richtig, da hat man es. Sehe ich jetzt hier allerdings nicht. Das ist jetzt auch blöd. Aber das ist mir jetzt egal. Also, nur mal zur Demonstration. Das ist eine kleine Pizza. Null. Okay, also wenn die kleine Pizza ist. Wenn du die großen nimmst, die hängt halt über. Ja. Das ist nicht wahr. Die Pizza passt auf den ganzen Tisch. Also 2010er brauchen wir nicht mehr, ne? 2013. Du bist unterwegs, das ist 2013. Ja, auf dem steht 2013, auf dem steht 2010 drauf. Ich glaube, das ist der. Wir haben bis jetzt immer die benutzt. So, also ich wäre dann soweit. Ja, das Thema. Na? Fang ich mal an. Nee, halt. Sag, noch nicht? Machen wir die Bestellung, oder? Also, wir sollten es bestellen und was schätzt du, wie lange du brauchst? Ungefähr eine halbe Stunde schon. Eine Stunde, dann sagen wir mit dem Bescheid, dass in einer halben Stunde die liefern sollen. Ja. Dass wir die abholen. Dann würde ich es kurz einholen. Dann warten wir noch, bis ihr fertig seid. Ja, okay. Also mit den 4 Euro. So, ich muss ein Drittel.
musst du den Rabatt bekommen und kriegen 30% oder so. Aha. Ach, hier ist es was anderes. Gehen wir jetzt da alle rüber oder? Wir lassen uns. Das ist dann quasi Julia. Mafia. Wozu hat man solche beiden Betriebe? Was kostet die Freizeit die Steuer? 3,90 plus 70 Cent pro Zutat. Ja. Wir werden zur Stelle. Das ist ganz schön. Analog, aber wir haben das hier. Und ich bin einfach von meinem technischen Verbrauch in Grenzen gelaufen. Ich kenne die Leute, die das machen können. Vor allem mit Unterschrift. Ja. Ja, das ist in der Allgemeinungsführungstour, ist diese Grundidee aufgenommen und wird auch umgesetzt. Also in der Allgemeinungsführungstour, da extrem verschwindet. Ja. Das muss ich nicht unbedingt. Da gibt es so ein Grundbegriff, wenn auf die Wikiseite von ihm ist. Möchte die Grundbegriffe mit 3 Zutaten? 6,70 und Margarita plus 3 Zutaten kostet wie viel? 3,90 plus 3 Zutaten. Da kannst du nicht drauf. Wie viel ist das? Wie die Preise? Was meinst du? Gibt es da noch die Wahl? Irgendwie muss das da geteilt werden. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. So, habt ihr schon? Was ist da drauf? Ach, irgend so gemischtes Zeug. Schinken oder was. Das ist nicht für mich. Nicht auch mit Paprika oder so? Nee. Hast du? Ja. Ich mache Kernel-Programmierung.
ich weiß, warum ich leider sage. Ich kann es ausführlich darlegen. Der Punkt ist, der Jan Scheiwald, der hat mir mal auf dem Bundesparteitag 2010 erklärt, warum er Linux benutzt, obwohl er Linux-Freak ist. Da hat mir gesagt, nämlich, die ganzen Tools, die es für Linux gibt, die gibt es immer noch für Windows. Und wenn es nicht gibt, dann kompiliert er sie sich selber. Umgekehrt ist nicht der Fall. Was für Tools man will. Das heißt, gibt es. Brauchen wir das? Ja. Ja, wir leuchten vorne. So, wir haben Plan machen? Wir nicht mehr. Es war eher so, dass man den Redner dann besser gesehen hat. Den was? Den Redner. Ja, von Stich. Kann man leuchtet das? Ja, ist so gut. Das ist jetzt seitdem du am Computer warst. Das ist wie können die, was ist das? Das ist es. Ist hier eine Benachrichtigung? Ja. Benachrichtigungscenter vielleicht so was. Ingo, kann man los? Ja. Ja. Okay. Geschlossen. Ja, nachdem wir gerade eben so ein bisschen globale Übersicht, wie stimme ich mit den Füßen ab, gehört haben, prinzipiell generell, wie sowas funktioniert, stelle ich euch hier mal eine recht pragmatische Lösung vor, so quasi als Kontrapunkt zu dem, was wir gerade eben gehört haben. Es geht schlicht und einfach um Urnenabstimmung. Uraltes Verfahren eigentlich. Aber trotzdem ist mir jetzt klar geworden, auch gerade durch den Vortrag von der Katrin, warum diese SDMV mit ihrem uralten Verfahren doch gerade in der Piratenpartei einiges Interesse bewirkt oder ja, viele Leute oder einige Leute trotzdem Interesse haben daran, warum ich das jetzt hier auch vorstelle. Es verletzt die Kernthemen nicht der Partei, so wie die Katrin das vorgestellt hat. Übersicht, ich will jetzt am Anfang wegen ein paar Worte darüber verlieren, wie das entstanden ist, wie wir da drauf gekommen sind, warum wir jetzt gerade den alten Kram wieder raus hervorgeholt haben. Dann die Vorgaben und die Prinzipien, die wir uns vorgenommen haben für diese SDMV, wie wir die verwirklichen wollen, konkrete Durchführung, wie wir das gemacht haben. Dann dazu natürlich auch ganz wichtig die Antragsbehandlung. Da möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen, aber die ist halt auch aufgrund des Verfahrens ist die Antragsbehandlung auch etwas anders zu handhaben wie bei einer Mitgliederversammlung. Und dann noch ein paar praktische Erfahrungen, die wir aus den letzten beiden Abstimmungen, auf den ersten beiden Abstimmungen gewonnen haben. Und dann einfach mal einen Ausblick. Ja, das sind so die Punkte, die ich da mal durchgehen wollte. Entstehung. Angefangen hat das Ganze in Bingen, 16. Mai. Da haben 80% der anwesenden Piraten für die Einführung von Liquid Feedback gestimmt. Super Tool, alle waren begeistert. Da sollte man eigentlich davon ausgehen, bei der Zustimmungsrate gibt es keine Probleme, aber ganz im Gegenteil, bis heute beherrschen die Diskussion um Liquid Feedback alle Medien. Da geht es um das Thema Liquid Democracy, was man genau versucht in Liquid Feedback abzubilden. Thema Delegation, Basisdemokratie. Ich habe die Begriffe schon mal direkt untereinander gestellt, um da auch die Kontrapunkte rauszustellen. Geheime Wahlen, Nachvollziehbarkeit, Persönlichkeitsschutz, alles Themen, die im Zusammenhang mit Liquid Feedback sehr kontrovers diskutiert werden. Ich will jetzt mal sagen, Höhepunkt, ja, war dann der Bundesparteitag in Bochum. Das war der erste Parteitag nach. Du wolltest was sagen? Ich wollte nur fragen, ob du in Bingen warst. In Bingen? Ich war in Bingen, ja. Okay. Warum? Weil das mit dieser 80% Zustimmung, das muss man unter einem bestimmten ja, gut, ich kann Kontext das sehen. Da geht die Diskussion jetzt schon los. Ne? Damals hat es schon nicht gereicht, dass einfach mit Stimmkarte gestimmt werden musste. Es musste nochmal geheim abgestimmt werden, aber auch die geheime Abstimmung. Und es waren nicht alle Leute, die waren schon alle im Aufbruch und. Ich weiß, da hat die Diskussion schon angefangen. Aber gut, 80%, so ist ausgezählt worden in einer geheimen Wahl. Und die Zahl darf ich hier nennen.
Ja, Bochum war der erste Bundesparteitag nach dem großen Mitgliederrang, nach der Berlinwahl. Da gab es also viele Piraten, die das allererste Mal überhaupt auf einem Bundesparteitag waren. Und die sind dorthin gekommen, haben das mitgemacht, waren eigentlich ganz euphorisch und waren dann hinterher nach 2 Tagen aber vollkommen erschlagen, indem sie festgestellt haben, wir hatten einen Antragsstau von über 800 Anträgen und es wurden gerade mal 29 Anträge bearbeitet. Und das war eigentlich der Anlass, dass sich bei uns im Landesverband gerade auch ein paar mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Thema Liquid Feedback noch nicht so sehr belastete Piraten Ideen, Gedanken gemacht haben, wie sie diesen Missstand einfach ganz pragmatisch lösen können. Einfach nur, es ging nur darum, diesen Antragsstau abzuarbeiten. Die Vorgaben, die wir uns da gemacht haben, also ein schneller, pragmatischer, praktischer Einsatz, ohne große Diskussion. Er sollte rechtssicher sein. Es sollten anerkannte Verfahren eingesetzt werden. Einfach alles nur aus dem Hintergrund, eben diesen Systemdiskussionen aus dem Wege zu gehen. Es sollten keine Grundsatzdiskussionen geführt werden oder denen sollte einfach die Grundlage genommen werden. Auch dadurch sind wir eben auf den Einsatz anerkannter Verfahren gekommen. Es sollte zustimmungsfähig für alle Lager sein, also Pro und Contra Liquid Feedback. Ja, auch wenn jedes Lager sagt, oh Gott, ja okay, aber gerade noch so. Aber das war das Ziel, ne? Das war auch die Kontrahenten versuchen, in ein Lager zu kriegen, dass es vorangeht. Und wir haben keinen Anspruch auf eine Zukunftslösung, weil wir sagen, die Entwicklung muss weitergehen. Aber diese SDMV ist für uns erstmal jetzt dazu da, pragmatisch voranzukommen, den Antragsstau zu lösen und fertig. Und bei der ganzen Diskussion sind wir dann darauf gekommen, wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Und da sind wir letztendlich immer darauf gekommen, ja, wir nehmen einfach die bekannten Verfahren, Einsatz anerkannter Verfahren und versuchen die auf unsere Lösung abzubilden. Und das haben wir dann Vergleichsprinzip genannt. Und dieses Vergleichsprinzip ist in diesem Fall ein ganz wesentlicher Punkt, den wir immer dann anwenden, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll oder wenn eine Diskussion aufkommt, Grundsatzentscheidungen oder solche Dinge. Dann holen wir das Vergleichsprinzip raus und schauen, wie sieht es bei der Bundestagswahl aus, wie sieht es auf dem Bundesparteitag aus und versuchen das dann entsprechend abzubilden. Prinzipien, Urnenabstimmung, ist klar, woher das kommt, habe ich gerade eben schon erläutert, warum wir uns auf diese Urnenabstimmung dann letztendlich noch festgelegt haben. Ja, Rechtssicherheit. Also rechtssicher kann ein Parteitag Beschlüsse fassen. Also mussten wir diese SDMV in Form eines Parteitages festlegen, definieren. Es ist also bei uns eine Form des Parteitages. Und wir haben es auch so in die Satzung geschrieben. Jetzt haben wir natürlich, unser Parteitag hat jetzt 2 Formen. Einmal die Landesmitgliederversammlung und einmal die ständige dezentrale Mitgliederversammlung. Das ist dann eigentlich vom Prinzip her, es ist eine ganz normale Versammlung. Es ist keine gedachte Versammlung mit einem Beginn und einem Ende und einer einmaligen Akkreditierung, so wie wir es auch von einer üblichen Mitgliederversammlung kennen. Sie beginnt am 1.3.2013 und endet voraussichtlich am 30.06.2014. So haben wir es in die Satzung geschrieben. Auch hier ein fester Zeitraum, wo wir sagen können, okay, dann im nächsten Jahr müssen wir mal mit 2/3 Mehrheit beschließen, wollen wir es weitermachen oder wollen wir es nicht weitermachen. Die Versammlung ist dezentral über das ganze Land verteilt und es gibt eine Abstimmungsleiter, also eine Versammlungsleitung, bei uns heißt sie Abstimmungsleitung, und mit Abstimmungshelfern. Also man merkt immer wieder dieses Vergleichsprinzip, wo wir uns immer als Vorbild genommen haben, die Mitgliederversammlung. Und was uns ganz wichtig war, eine einfache, freizügige Selbstorganisation, also möglichst wenig formal, wo die Mitglieder oder die
Piraten vor Ort sollten auch unter sich abstimmen können, wo sie denn jetzt die Urne aufbauen und an welchem Ort. Und dieser ganze Formalfluch wollten wir möglichst klein und gering halten. Zur Durchführung. Ja, also, die Mitgliederversammlung wurde beginnt am 1.3. und seitdem kann man sich dazu akkreditieren. Kann sich jeder Pirat, Landespirat, kann sich dort akkreditieren. Das geht beim Generalsekretär auch, kennen wir alles. Das ist jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn man das übers Land betrachtet sieht. Der Generalsekretär kann sich Helfer vor Ort rekrutieren, die ihm dabei unterstützen. Aber für den Anfang lief es eigentlich ganz gut. Wir hatten viele Aufstellungsversammlungen, zum Beispiel im Landesparteitag. Und da haben wir einen großen Teil abwickeln können, dass der Generalsekretär bei der Gelegenheit auch die Akkreditierung mit übernehmen konnte. Hab mich schon zu weit, wie gehe ich hier zurück? So. Ja, der Pirat erhält dann eine Stimmkarte. Die sieht so aus, wo ist die Kamera? Da oben irgendwo, ne? Weiß nicht, ob man das sieht. Er erhält eine Stimmkarte. Da ist dann verzeichnet, wem die Stimmkarte gehört. Allerdings nicht im Klarnamen, sondern mit einer Akkreditierungsnummer, damit nicht gleich auf Anhieb jeder identifiziert werden kann, wenn er mal woanders an einer anderen Urne wählen geht. Hat nichts damit zu tun, dass dadurch das Geheimnis der Abstimmung betroffen wird. Auch wenn die bekannt wird, wer hinter dir mit deiner Klarname, wenn die Zuordnung Klarname zur Akkreditierungsnummer bekannt wird, betrifft es nicht die Abstimmung, die geheime Abstimmung an der Urne. Deswegen kann man nur feststellen, wo an welcher Urne er abgestimmt hat, aber noch nicht wie. Dann, gut, Akkreditierung ist Thema. Und dann geht es um die Urnengründungen. Wenn man jetzt dazu übergeht und sagt, da gibt es eine übergeordnete Stelle, die beschafft die Wahllokale, die Urnen, die organisiert alles von oben herab, dann haben wir verloren vom Aufwand her, vom finanziellen und vom organisatorischen, denke ich eigentlich mal. Und da haben wir ganz konsequent eben im Prinzip auf Selbstorganisation gesetzt und gesagt, jeder Pirat, der möchte, der mit abstimmen möchte, kann eine Urne gründen, an seinem Ort, in seinem Bereich. Dazu muss er 5 weitere Piraten organisieren, aktivieren, die mit ihm zusammen diese Urne gründen, weil wir gesagt haben, eine Urne müssen mindestens 5 Piraten da sein, sonst macht es keinen Sinn. Die berühmten 3 Piraten würden ausreichen, aber wir haben uns eben auf 5 festgelegt, weil wir gesagt haben, also erst da macht es überhaupt erst Sinn, mit 3 Piraten war nicht so gut. Ja, und dann gründet er eine Urne, die Piraten vor Ort bestimmen die Abstimmungshelfer, in der Regel werden die gewählt, die werden der Abstimmungsleitung vorgeschlagen und die Abstimmungsleitung ernennt sie denn. So ist das Prozedere. Jetzt haben wir die Abstimmungsleitung, die Abstimmungshelfer vor Ort, die quasi die Urne verwalten. Wir setzen dabei ganz konsequent schon auf die Organisationen und die Örtlichkeiten, die es vor Ort bei den Piraten schon gibt. Also Stammtische, Crewtreffen, was einem da so alles fällt, Piratentreffen, wo man sich sowieso schon trifft und bei dieser Gelegenheit eben mal halt auch eine Urne hinstellt und die Abstimmung mit abwickelt. Das ist also die Idee dahinter, hinter der Selbstorganisation. Wenn dann Urnen gegründet sind, im Land schön verteilt möglichst, beginnt dann die Antragstellung, die Antragseinreichung und die Diskussion. Welches Medium nimmt man zur Diskussion? Welches Medium nimmt man ganz am Anfang, wenn man dann noch nicht weiß, was man machen soll und möglichst neutral bleiben will? Wir haben eine Mailingliste genommen, gewählt, wurde akzeptiert, muss nicht sein, sehen wir dann später, dass wir da vielleicht noch was, andere Medien nehmen können. Also es läuft Diskussion auf der Mailingliste. In diesem besonderen Fall ist sie moderiert, damit man sich wirklich auch auf die Antragsdiskussion konzentriert. Auch hier wieder Moderation, wie beim Versammlungsleiter, der hält ja auch eine Versammlung zusammen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ist hier in diesem Fall ist auch die Moderation
der Mailingliste entsprechend zulässig. Dann Ummeldungen zu anderen Orten. Also wenn jemand sagt, heute bin ich ganz woanders, oder bei der Abstimmung, beim Abstimmungstermin, der 4 Wochen vorher bekannt gegeben werden muss von der von der Abstimmungsleitung, da kann der Pirat sagen, also zu dem Zeitpunkt bin ich ganz woanders, ich möchte gerne an einer anderen Urne abstimmen. Dann sagt er das der Abstimmungsleitung und dann vermerkt er das entsprechend. Und dann kann er dann gerade an der anderen Urne abstimmen. Das ist also kein Problem, muss nur aufpassen, dass an seiner Ursprungsurne eben noch 5 Piraten vorhanden sind. Weil sonst haben wir das Problem, die Ergebnisse an der Urne werden dann ungültig, ne? Werden dann nicht mitgezählt. Aber komme ich später nochmal dazu. Dann kommt es zur Abstimmung. Der Termin wird 4 Wochen vorher bekannt gegeben, bei uns auf der Infomailingliste, die genau für solche Informationen eingerichtet ist. Dazu erstellt der Generalsekretär eine Akkreditiertenliste, aus der Akkreditierung weiß er ja genau, welcher Pirat welche Nummer hat, Akkreditierungsnummer. Daraus erstellt er eine Akkreditiertenliste. Auch hier wieder ist im Vergleich zur Bundestagswahl zum Beispiel, entspricht es dem Wählerverzeichnis und hat auch den Sinn, dass jetzt ein Pirat nicht von Urne zu Urne wandern kann und da Schindluder treiben kann, indem er versucht, da mehrfach die Stimme abzugeben. Das heißt, über die Akkreditiertenliste wird genau festgelegt, wer zu der Abstimmung an dem Tag dort seine Stimme abgeben darf. Darum ist es auch wichtig, es sind so ominöse drei Tage. 3 Tage vorher muss auch die Ummeldung zu anderen Urnen gemeldet sein. Und es muss auch die Akkreditierung, wenn jetzt ein neuer Pirat hinzukommt, Akkreditierung muss 3 Tage vorher vor der Abstimmung spätestens beim Generalsekretär vorliegen, weil sonst kriegt er das nicht mehr auf die Akkreditierungsliste. Ne? Dann kommt es zur Abstimmung. Generalsekretär verschickt dann die Abstimmungsunterlagen. Das sind in der Regel, das ist erstmal die Akkreditiertenliste. Dann sind es die Stimmzettel, die der politische Geschäftsführer ihm zur Verfügung stellt. Der Stimmzettel. Und dann ist es noch ein Vordruck zu einem Protokoll, das die Abstimmungshelfer unterschreiben müssen, dass alles seine Ordnung hat. Das verschickt er per E-Mail. Das drucken die sich vor Ort aus. Und dann geht es zur Abstimmung. Wichtig ist, wir haben großen Wert darauf gelegt, dass alle Abstimmungen an allen Urnen zum gleichen Zeitpunkt beendet werden. Damit keine gegenseitige Beeinflussung stattfinden kann, dass an einer Urne bereits die Ergebnisse einer anderen Urne bekannt sind und dadurch womöglich das Abstimmungsergebnis beeinflusst wird. Und darum haben wir an der Stelle Wert darauf gelegt, dass alle Abstimmungen zum gleichen Zeitpunkt beendet werden. Wann sie beginnen, ist verhältnismäßig egal. Sie muss mindestens 2 Stunden vorher beginnen. Aber das liegt dann wieder in der freien Entscheidung der Piraten vor Ort. Ja, und dann, wenn abgestimmt ist, dann werden die Ergebnisse, wie auch immer, per Twitter, per E-Mail, per Telefon an die Abstimmungsleitung durchgegeben, mündlich, schriftlich, per Text und so weiter. Dann macht er daraus ein vorläufiges Endergebnis, wie so üblich, und anschließend wird dann gefordert, dass die Ergebnisunterlagen, die schriftlichen, also das Protokoll der Abstimmungshelfer mit den Stimmzetteln und auch der Akkreditiertenliste, weiß ich gar nicht, ob das gefordert ist, dass die zurück muss, aber es schadet nichts, wenn er die mit zurückgibt, gehen dann zurück an die Abstimmungsleitung. Ursprünglich, was ist denn das jetzt hier wieder? So, okay. Ursprünglich haben wir gesagt, sollen es irgendwie an die Abstimmungsleitung bringen, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Das sind dann die Erfahrungen, die wir dann machen. So, und dann noch ein paar Worte zur Antragsbehandlung. Also ich will euch hier nicht quälen mit Zustandsdiagrammen oder sowas. Ich habe das nur mal hier mit angebracht, zur Anzeige gebracht, dass wir also uns ziemlich genau Gedanken gemacht haben, wie die Anträge zu behandeln sind. Es ist ja wirklich ein Unterschied. Wir haben nicht eine Versammlung,
an einem Tag, wo Leute in einem Raum zusammensitzen, wo dann über Anträge entschieden werden kann. Sondern es ist eine zeitlich gestreckte, in diesen 2,5 Jahre, Versammlung über einen großen Ort, Landesverband, Bereich. So, und dann ist es mit der Handhabung der Anträge, läuft es halt ein bisschen anders. Es gibt keine unmittelbare Versammlungsleitung in dem Sinne, die jetzt sagen kann, ich habe jetzt hier 2 alternierende Anträge, die stimmen wir gegenseitig ab, einer bleibt über und dann stimmen wir nur über diesen einen ab. Oder jemand zieht seinen Antrag zurück, dann wird gefragt, übernimmt ihn jemand? Ja, nein, dann wird weiterverfahren. Ist an der Stelle alles nicht möglich. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie werden alternative Anträge behandelt und ergänzende Anträge, wie verhält sich das mit den zurückgezogenen Anträgen und hier ist dann der Bereich, wo dann so ein bisschen, wo wir uns Gedanken gemacht haben über zurückgezogene Anträge. Das wird entsprechend in der Antragsfabrik verarbeitet, verwaltet. Das heißt, ja, die zurückgezogenen Anträge bleiben eine Weile in der Antragsfabrik drin stehen, dass sie noch jeder Pirat übernehmen kann. Egal. Und was dann auch wichtig ist, die Antragsfabrik ist rein auf Wikimedia programmiert, also keine Zusatztools oder sowas, ist maschinenlesbar im Rahmen von Wikimedia und von daher auch eigentlich, also ich nutze es sehr gerne und sehr viel zur automatischen Zusammenstellung von Anträgen und sowas, in dem Rahmen von Wikimedia maschinenlesbar, maschinenverarbeitbar. Praktische Erfahrung, ja, tatsächlich, keine Grundsatzdiskussion. Also es hat keiner auf die Idee, als keiner auf die Idee gekommen, hat gesagt, also das mit der Rundabstellung ist Käse, das geht so nicht. Gab's nicht. Ja. Wir hatten vor kurzem eine recht intensive Diskussion über das Format der Stimmkarte. Nur mal die Qualität der Diskussionen, die wir hier gegenüberstellen. Ne? Da ging es um das Format der Stimmkarte, weil es kamen Leute, das ist dieser Pappzettel, sage ich jetzt mal, ne? Die kamen zur Abstimmung und haben festgestellt, sie haben das nicht. Entweder haben sie es nicht dabei oder hatten sich nicht akkreditiert. Also wenn sie sich nicht akkreditiert haben, ist ein echtes Problem. Da konnten sie sich zwar akkreditieren, aber noch nicht teilnehmen, weil die 3 Tage vorher noch nicht sind. Ne? Und jetzt kam die Diskussion, brauchen wir die überhaupt? Haben wir uns nicht darauf eingelassen, Vergleichsprinzip.